Einen wunderschönen guten Abend. Oh, drei meiner treuesten, wie soll ich es nennen, Fans. Ja, willkommen bei Underdog Games, willkommen Valentin, willkommen Helmut und die Kräuterhexe Muttertierchen. So, ich zeig mich euch. Okay, ihr wisst, ich habe einen Schaden, das kann man nicht ändern. Und wir machen Fortfahren. Nur mal so für alle anderen, die noch enttäuscht sind, weil hier kein Factorio kommt. Factorio ist momentan noch 90 Minuten im Vorlauf, bis die Verarbeitung zu HD abgeschlossen ist. Es dauert länger, sagt YouTube, und das tut mir auch leid. Das ist halt so. Video heißt Optimierung der Basis und Verteidigung. Aber was nicht wird, muss halt eben einfach noch ein bisschen länger dauern. Wir spielen in der Zwischenzeit, währenddessen das da rumgefummelt wird, ein bisschen in unserem Supermarkt. Supermarkt, ist tatsächlich Tag und Nacht offen, wie man sieht. Es ist dunkel und das Ding steht auf Open. Natürlich ziemlich strunzig. Wir machen mal hier auf Close und wir machen mal das Licht an. Und dann schauen wir doch mal, was wir hier vielleicht optimieren können, bevor wir den nächsten Tag beginnen. Also wir haben schon mal die Preise eingestellt. Ja, Käse. Den Käse können wir mal umräumen, aber gut, in einfach, ne? Das können wir auffüllen. So, okay, Kiste raus damit. Und, ich hab da Close stehen, Alter. Close. Na gut, ausnahmsweise darf er einkaufen. Und noch was, aus dem Kühlschrank. Zwei Käse. Ja, Gott sei Dank bezahlt er wenigstens. So, okay, piep, 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 piep. Karte, danke. Wollen Sie vielleicht noch Bargeld mitnehmen? Nee, okay, gut. Tschüss. Er konnte keine Milch finden. Steht dir gleich ein Stock dazu, mein Freund. Ich konnte keine Milch finden. Geh mir nicht auf den Sack. So, Entschuldigung. Ich würde gerne den Käse da rausholen, aber das passt da nicht rein. Sie haben geschrieben, dass sie jetzt auch demnächst Käsebox los. Ach, die Milch steht hier draußen. Haha, deshalb. Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem. Milch in die Ecke. Wir müssen eine Kiste finden, in die der Käse passt. Okay. Die ist es nicht. Tschüss. Hier vielleicht passt hier der Käse rein. Nein. Okay. Wir brauchen eine Käsekiste. Hier, Käse. Das ist eine Käsekiste. Ich bin mir sicher, das ist eine Käsekiste. Ja. Käse da hochsortieren. Und die Eier bleiben da. Wir machen dann die Milch da unten rein. So machen wir es. Das ist eine Käsekiste. Ja, das wird so gemacht, dass die kleine rechteckige ist es. Alle Kisten, die hier sind, sind rechteckig. Die Information war völlig überflüssig, liebe KI. Ich weiß, dass KIs sowas machen. Aber in der Tat ist es so, dass die immer rechteckig sind. Alle Kisten hier sind rechteckig. So, Öl. Olio auffüllen, weil wir brauchen Öl. Und einen schönen guten Abend, liebe Yvonne. Sei gegrüßt. Für dich habe ich ein Schild, was von blau auf rosa wechselt. Und ansonsten brauchen wir noch Mehl. Mehl würde ich sagen, 2 Einheiten. Wir brauchen auch noch Öl. Und, ach, was denn nicht alles noch brauchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Falsch, oder was? Das ist jetzt schon mehr falsch. Natürlich, das ist richtig, was ich sage. Hätten wir vergessen den Preis für die Milch. Also, die KI sagt dir, das ist auch quadratisch. Ja. Oh Gott. Aber es ging doch hier um... Ich spreche mit dir nicht mehr. So. Ich bin auch für andere Menschen da. Vergessen, was ich kaufen wollte, verdammte Scheiße. Ich glaube, das ist hier alles. So, okay, wir kaufen den ganzen Scheiß ein. Es ist noch zu, das lassen wir in der Einkaufsliste drin. Preis für die Milch natürlich noch setzen, ist doch klar. 2,34 für Milch. Das ist, wollen die Milchbauern völlig ruinieren oder was? Urinieren. Das sind mal locker 3,50 für die Milch. Locker. Wir machen einen schönen Gewinn dran. Das sehe ich gar nicht ein. Ich muss das Keyboard wegstellen. Das stört mich, auch wenn das Nummernfeld drauf ist, was irgendwie cool ist. Aber ohne Nummernfeld muss ich dann einfach mit der Maus da drauf tippen. So, okay. Was haben wir noch liegen? Wir haben hier noch Öl liegen. Immer noch Öl. Scheiße, wir haben Öl bestellt. Na gut, lag es halt auf der Straße rum. Kann ich nicht ändern. Und schmeißen das mal hier rein. Was ist das? Noch mehr Milch? Gut, Milch wird ja nicht schlecht.
Das ist bestimmt Haarmilch. Können wir in die Ecke stellen. Machen ein bisschen Ordnung hier. Tatsächlich finden wir sonst nichts mehr hier. Wie Herr Mutsch. Oh, Nudeln! Hupsi. Denk an den Kaffee. Tee. Was denn für ein Tee? Okay. Schwarzer Kaffee. Und Tee. Alter, was ein Preis, das kriege ich niemals hin. Na gut, so, also. Das haben wir. Die Milch ist voll. Helmut, ganze Straße ist voller Kartons. Ich baue gerade Laden und Lager um. Oh, das ist schon mal ein Real-Life-Bericht hier. Von Bonnie. Okay. So, alles klar. Wir haben erstmal genug da. Ich hätte nie so viel gekauft, wenn ihr mich nicht gedrängt hättet. Ich hätte gesagt, ich deswegen versandt. Ich soll Energie und die Umwelt schonen. Deshalb habe ich das gemacht. So, stellen wir darüber die Kiste. So, okay, los geht's. Nächster Tag. Spaß geht an und wir geben Gas. Der Helmut hat ein paar Mods installiert. Schwarzer Kaffee ist im Preis gesunken. Das ist schön für den Preis. Aber wir bestellen jetzt mal hier vielleicht einfach ohne Tee. Ne? Ich bestelle den Tee ab. Und dann können wir die Bestellung durchschicken. Und können auch gleich mal hier, ach du meine Güte, mal aufbauen. Da, die Kisten weg. Nicht, dass noch ein Auto von der Straße abkommt und dann gibt es einen Unfall. Will ja keiner. So, Kaffee. Kaffee, wo stelle ich den hin? Stelle ich vielleicht mit hier drüben hin. Ja, hier hin. Kaffee. Okay. Kaffee, okay. Das ist ein neuer Werbeslogan. Kaffee, okay. Aufmachen, in die Ecke schmeißen. Wissen wir, dass es da ist. So, was haben wir noch hier? Oh, scheiße. Aufmachen, in die Ecke schmeißen. Nicht scheißen, in die Ecke schmeißen. Möchte ich ganz klar wiederholen. Oh ja, die haben wir ausverkauft hier. Super geile Sachen. Die Schokopicks. Übrigens, wer kriegt irgendwo noch Frosties zu kaufen? Ich kriege keine Frosties mehr zu kaufen. Weder im Rewe noch im Edeka. Es gibt keine Frosties mehr. Ich könnte kotzen. Und die nachgemachten Dinger schmecken wie... Piep, 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 piep. So, stellen wir da in die Ecke. Ich komme mir vor wie in so einem kleinen Tante-Emma-Laden, wo es wirklich so aussieht. Und da unten Mehl, Mehl. Ganze Wagen voll Mehl. Wenn die Corona-Leute wieder kommen, Kaffeepreis denken. Vielen Dank. Kaffeepreis. Korrekt. Vielen Dank, Muttertier. So, Kaffeepreis. Wir sind am Kaffeepreis dran. Kaffeepreis. 8 Päckchen haben wir da. Marktpreis ist 10, das heißt, der kostet hier 14. Kaffee ist ein Luxusartikel. Der muss hochgepreist werden. Das geht nicht. Das ist kein, das muss nicht sein. Kaffee ist nicht irgendwie wie Brot oder wie Butter oder wie Milch. Kaffee ist einfach Genuss. So. Okay. Schmeiß mal die Kisten darüber. Machen Ordnung. Helmut hat wie immer mal recht. Ich kenne das ja von ihm. So. Rein damit. Und wir eröffnen den Tag. Los geht's. Kauf ein Regal oder einen Kühlschrank. Einen Kühlschrank haben wir schon, das weiß er nicht. Weil wir den leider gekauft haben, als er nicht wusste, dass wir einen Kühlschrank kaufen. Okay, also. Closed, open, die Zeit läuft. Ich bin bereit. 14 Euro so ein Kaffee. Was kostet denn echt? 12? 14? Ich weiß es nicht, aber ist auch nicht gerade billig. 7 Euro Toastbrot. Hier. Ist geil. Ich finde es geil, wenn ich die Sachen hier so stehen habe und ich da einfach nachfüllen kann. Das finde ich irgendwie cool. Klar, ein Lager wäre natürlich schöner. Scheinbar dann hier, ne? Aber haben wir halt nicht. Die Milch, die ist in einem Thermoverpackungsdings. Da wird die nicht schlecht. Du brauchst noch mehr Kühlschränke. Ich brauche erstmal Geld, lieber Helmut. Ohne Moos nichts los. Mehr Kühlschränke. Keine Ahnung von Kaffee. Doch, ich meine, der ist irgendwie bei 12 Euro, meine ich. Im Aldi, wohlgemerkt. Ja. Milch ist zu teuer. Kauf zweimal Kaffee, aber keine Milch. Alter. Trinkst du nur bei uns, brauchst du nicht zu zahlen. Gute Logos, Logik. Piep, piep. Ah, eben geht immer das Geld über den Tisch, Alter. 37 gegeben, 37. Auf, raus. Nächste, bitte. Wenn ich so mache, fliegt es nicht falsch. Ich muss so sagen, raus. Oh, die kommt gerade von der Party. Ey, du wolltest ein Stückchen Öl, Fläche Öl. Was machst du denn damit? Shoshi, was hast du mir gegeben? 5, fliegst raus. Tschüss. Du hast Schokolade und so, ganz süße. Alles klar, 12, tschüssi. Ja, wenn man gute Preise macht, können die einem auch wenigstens hier bündig rausgeben. Bam, bam,
erhalten. Ach, mit Karte. So ein Geleckter mit Karte. Na gut. So. Beep, 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 beep. Beep, 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 Wechselgeld 2. Hau ab. Milch. Milch ist zu teuer, hat sie gesagt. Doch. Scheiß, Mann. Da machen wir eben 3 Euro. Aber das war's. Runter, weiter runter gehe ich nicht. Schwarzer Kaffee ist zu teuer. Ich verstehe es manchmal nicht. Naja. Okay, 4 Euro. 4. Bam. Okay, Junge, du willst besser mal... Nein, du hast ja nur Kaffee gekauft, keine Süßungsmittel. Haben wir ein bisschen was hier zum Auffüllen? Ja, fast voll. Das finde ich geil. Also das mit den Kisten, das macht mich an, weil ich einfach so das Gefühl habe... Wie läuft denn die? Weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann so richtig hier so Vorratshaltung machen und... Die Wasserflasche ist zu teuer für sie. Ja, das ist dein Pech. So viel zu teuer ist sie nicht. So, natürlich, wenn ich mit echten Preisen vergleiche, ist das oberassi teuer. 10, 10, 10, 20 gegeben, dann muss ich jetzt einen 10 heraus. Auf Wiedersehen. So, nächste bitte. Bitte kommen Sie, Frau Doktor, können Sie sich mal ein bisschen beeilen. Ich muss hier die Regale auffüllen. Außerdem müssen wir Geld verdienen. Ja, jeder sich so Zeit lassen würde wie Sie. Ach, mit Karte auch noch. Frau Doktor Vogelhuber steht da oben, ne? Ja, Vogelhuber. Okay, was machen wir? 20, 20, Abmarsch. Mr. Lange Sohle und Sporty Spice ist da. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll, aber ich glaube, die kaufen mir den Laden leer. Jo, Wasser, Wasser. Für den ist Wasser nicht so teuer. Sehen wir? 50, Gesamt 6, 44 zurück. Scheiße. 40. Oh, fuck. 40. 44. Bang. Einmal falsch rausgegeben, bin ich pleite, ey. Karte, danke. Es geht ab, 17. 17. Ich konnte den Käse nicht finden. Was zur Hölle? Es ist kein Käse mehr da. Oh, Alter, du hast eingekauft. Nicht schlecht. Was haben wir da? Ein 40er. 6 zurück. Wir müssen Käse bestellen. Instant Käse bestellen. Auf jeden Fall Käse. Wo ist der scheiß Käse? Hier. Was fehlt denn noch? Geh mal kurz durchs Regal. Oh. Irgendwann spreche ich sie an. Irgendwann spreche ich sie an und sage ihr, hey, wollen wir nicht zusammen die Schokopix essen? Chokipix? Irgendwann traue ich mich. Aber solange bin ich der verkappte Kassierer, der nur durch das Schlafzimmerfenster guckt. Tschüss. Ja, okay. Eier. Ach, Alter, da geht was über den Tisch hier bei uns. So, 23. Tee fehlt noch. Hatten wir kein Geld für Tee, Mann. Achso, es soll noch extra. Ja, okay, verstehe. Jetzt kaufen. Bam, bam. Vater, was kriegst du zurück? 1,50. 1,50. So. Tee fehlt noch, hat der Helmut gesagt. Der Helmut weiß, was los ist. Einmal Tee, bitte. Wo ist mit Tee? Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Eier. Käse war leer, haben wir gesagt. Käse, Eier, auf geht's. Käse doppelt, gell? Jetzt haben wir dreimal Käse. Zweimal Käse reicht auch. Einmal Käse reicht eigentlich auch. Wir wollen ja was Neues kaufen und nicht hier nur ein Käselager anlegen. Du hast ein ziemlich offenes Herz, glaube ich. Naja, so, was willst du? Bar, danke. 5,50 zurück. 5,50 Retour, tschüss. So, was haben wir hier noch drin? Ölio, 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 Öl, 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 Nudeln, Milch. Milch, offener Karton Milch, können wir ausdingsen. So, und hier ist ein Problem. Da steht 0. Ach nee, das ist nur, weil keiner mehr da ist. Okay, alles klar. Gut, Bestellung schicken wir ab. Haben wir abgeschickt. Oh, die Leute stehen Schlange, scheiße. Mach mal ein Licht an, bitte. Frau Müller, bitte Licht anmachen, Kasse 1, Frau Müller, bitte. So, ich hoffe, Frau Müller macht das Licht an. Ich sehe ja gar nichts mehr hier. 42. Wer es nicht glaubt, der ehrt sich. Licht an. Okay. Und das Chaos in seinem Lauf. Aber warum? Bam, bam, bam. Hier wird drüber geballert. Was kriegst du? 55. Patsch. Schwarzer Tee, den ich finde. Habe ich schon bestellt. Hat Helmut schon beschwert drüber. Was willst denn du? Der stellt sich an wegen so einem Scheiß. Oh Mann. Ja, schwarzer Tee, den ich finde. Hast du alle geschickt, Helmut, oder was? So, 4. 4. Achso, Geld, bar. 1 zurück. Tschüss.
So, er schüttelt den Kopf, weil er keinen Kaffee findet. Ist zu teuer für ihn. Ja, muss der nicht trinken. So, 10er. 10er. Und du? Okay, danke. Wechselgeld 33. 20, 30, 33. Tschüss. So, kann ich jetzt wieder... Alter, ich will mal meine Regale auffüllen in Ruhe. Könnt ihr mal abhauen? Die ganzen verwegenen Einkäufe. Bing. Hab's genau gewusst. So, ich mach's mal den Karton da raus. So, also was los? Ach du Scheiße, ich kaufe mir einfach wie die wilde Watz. Ja, ich nehme dein Geld. Ich nehme alles, was du mir gibst. Wechselgeld 77. Okay, 50, 70, 75, 77. Tschüssikowski. 1, 2, 3. Dein 9. 9. Okay, und was mit dir? Mit Kater noch. Ich dachte, ich kann es an der Steuer vorbeischieben, aber no, keine Chance. Käse konnte ich finden. Der Käse liegt draußen auf der Straße. Mann, oh Mann, oh Mann. Eier. Eier rein. Eier sind voll. Weg damit. Neue Eier holen. Nee, das ist schwarzer Tee. Der Tee ist da. Endlich ist der Tee da. Wir haben Teelieferung bekommen. Saugeil. Es ist einfach ein tolles Spiel. Wirklich, macht voll viel Spaß. Bonnie hat noch gesagt, es wäre zu langweilig. Aber nein, ist nicht für mich zu langweilig. Das ist genau richtig. Schön hohl. Schön leer, der Inhalt. Und trotzdem muss man was tun. So, Preis bestimmen. So, Marktpreis 5,78. Machen wir mal 8. Wir wollen was verdienen. Ich bin hier nicht, um Geld zu wechseln. Sag ich immer wieder. Chokipicks. Haben wir noch Chokipicks? Wir brauchen noch Chokipicks. Muss ich wieder in die Bestellung einnehmen hier. Einmal Chokipicks, bitte. Gut. Haben wir noch geschnittenes Brot? Haben wir noch Chokipicks. Tee ist gut. Tee ist gut. Ja, ja, ja. Oh, Kaffee. Kaffee können wir noch bestellen. Kaffee. Schwarzer Kaffee. Alles klar. Mehl. Mehl, Mehl können wir auch noch bestellen. Mehl. Super. Okay. So. Wir sollen ein Regal oder einen Kühlschrank kaufen. Da er das letzte Mal nicht gezählt hat, dass wir einen Kühlschrank gekauft haben, kaufen wir jetzt noch einen Kühlschrank. Da ist er glücklich, der Computer. Und zwar an der Kasse. Möbel, Kühlschrank, der hier kostet 375. Den können wir es leider nicht kaufen, uns fehlen 4 Dollar, Euro, wie auch immer. Gefrierschrank, 400. Wir nehmen uns den kleinen Kühlschrank nochmal. Nehmen wir so einen noch. Alles klar. Kaufen können wir nicht, es ist nach 9. Da geht es nicht. Wenn aber alles aufgefüllt ist soweit, würde ich tatsächlich wagen, Milch können wir hier oben reinstellen. Wir haben noch einen Kühlschrank, den wir kriegen. Raus mit dem Karton. Aufgerissen und hier die Milch aufgefüllt, damit wir den Tag überstehen. Das ist nämlich das Problem. Wenn wir so wenig haben, so wenig Vorratshaltung, dann ist natürlich klar, dass wir hier die Leute verärgern. Weil die dann während des Tages nicht mehr alles kriegen. Und das ist schlecht. Das kann sich ein großer Supermarkt erlauben. Das erlebe ich jeden Tag, wenn ich einkaufen gehe. Aber ich kann mir das nicht erlauben. Der Käse liegt auf der Straße. Wo? Ah. Da ist ja noch Käse. Okay. Milch, Milch. Mein Käse eben hier rein. Müssen sich jetzt ein bisschen mehr bücken. So. Wenn die Kiste nicht leer ist, kann ich sie trotzdem wegschmeißen. Um mal diesen Fehler vielleicht auszuräumen, probieren wir das gerade mal aus. Kiste ist nicht leer. Einmal Nudeln. Ist schon witzig, Helm und Bonnie. Ich spiele gerade nebenbei. Und ich habe es mir gerade gekauft und es lädt bereits. Ja, man kann etwas wegschmeißen, wo was drin ist. Also Achtung, das geht. Man ist nicht geschützt davor, dass es nicht geht. Ne? Also ist keine Sperre drin. Was wir wegschmeißen, schmeißen wir weg. Gut. So, dann nächster Tag. Muttertier, lustig, dass du so anzustecken bist in dieser Sache, aber es macht wirklich Spaß und es ist, ja, es ist schön sinnlos. Oh, Speiseöl ist billiger geworden, Chocopixel, Zucker und Käse ist teurer geworden. Zucker und Käse ist teurer geworden. Gucken wir uns das gleich mal an. Na gut, wir sind ja völlig im Rahmen. Oh ne, sind wir nicht. Ein Sechser bitte. Okay. Zucker und Käse. 4, 5. Ich will Geld verdienen.
Es ist ein lustiges Nebenbei-Game. Ja, es ist, wenn ich sehe, wie lange du spielst, Helmut, ist das Wort nebenbei vielleicht nicht ganz angebracht. Aber ja, du hast recht. So, wir bestellen unsere Bestellung. Und bam, haben wir Chocopick Müsli, schwarzer Kaffee, das. Ja, haben wir alles. Kaufen. Und jetzt würde ich sagen, wir bezahlen auch unsere Rechnung, nicht, dass die uns in den Arsch treten. Weil wenn wir bankrott sind, sind wir bankrott, dann lacht ihr euch alle kaputt. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Rechnung, Miete. Heute bezahlen. Können wir bezahlen? Morgen können wir schon bezahlen. Und die Miete für morgen fällig. 2 Tage fällig. Das können wir alles wegknallen. Und die Miete für in 2 Tagen können wir noch nicht bezahlen. Aber das kommt jetzt, weil wir ja logischerweise ja auch unsere Lieferung haben hier mit unserem Material. Inklusive neuem Kühlschrank. Da kommt jetzt natürlich rein. In die gleiche Reihe oben. Eine Batterie Eier. Und kann ich noch nicht. Ich bin gespannt, wenn die endlich machen, dass wir auch die ausgepackten Sachen dann nutzen können. Das freut mich. Und die Öle und so weiter gehen auch noch nicht rein. Das ist alles voll. Wir fangen an. Wir brauchen aber noch die Sachen von draußen. Und zwar Mehl. Einmal aufgefüllt. So. Eigentlich wollte ich nichts mehr ausgeben für Games bis April, ja. Falscher Kanal, sag ich mal so. Tatsächlich, leider gemein irgendwie klingt es, aber falscher Kanal. Ja, das geht automatisch, aber das Problem ist halt, wenn du es anlaufen lässt und dann wird es fällig und dann heißt es, muss heute gezahlt werden, du hast da oben kein Geld mehr drin, dann bist du bankrott, vermute ich, und dann bist du im Arsch. So vermute ich das, weil die werden automatisch bezahlt, aber ich habe es lieber im Blick und mache es weg, wenn ich noch Geld habe, anstatt das anlaufen zu lassen und nachher blöd zu gucken. Das ist so meine Sorge. Ob das wirklich so ist, weiß ich jetzt nicht, aber meine Sorge ist es halt. So, 3, 5, 7 zu 4, das ist ein bisschen sehr hart, ne? Machen wir mal Marktpreis, ach doch, Marktpreis hier. Machen wir mal, doch. 7, Alter, schreib doch mal 7 hin, was ist denn los? Sieben. Das Brot. 4,75. 5, das ist alles in Ordnung. Hier. 8 zu 5, das ist auch in Ordnung. Das ist ein Luxusartikel. 14 zu 10. Machen wir 13, komm. 13. Mein Nummernfeld geht nicht richtig, das ist ärgerlich. Zucker haben wir keinen mehr, müssen wir noch bestellen. Das ist okay. Olio, 3,75, 5, das ist in Ordnung. 3,12, 4, das ist auch okay. Das ist alles in Ordnung. Mehl, auch in Ordnung. Können wir sogar noch ein bisschen aufschlagen. 4,50, komm. 4,50. So. Okay, es geht weiter. Die Milch können wir hier reinknallen. So, meine Sache, wir haben keine Milch vor der Hütte. Haha, alles voll mit Milch. Was ist das noch hier? Chocopicks. Juhu, Chocopicks. Die sehen so lecker aus, die Packung. Ich glaube, ich mag die jetzt schon. Wo ich noch keinen einen davon verdammt probiert habe. Ich schmeiß mal den Müll raus. So, ich bin hier spazieren. Lalalala. Ich muss beim Schild lesen. Was ist denn das? Ah, trocknen und Wäsche und so. Wäsche. Und guten Tag. Sie beachtet mich nicht. Ihre Zwillingsschwester. Hallo. Beachte mich auch nicht. Ich glaube, dass es Fleisch gibt. Es gibt 151 Artikel, wenn ich richtig verstanden habe. Da wird es mit Sicherheit auch Fleisch geben. So, Kasse auf, Tag beginnen, auf geht's, kein Scheiße schwätzen. 28 Zuschauer dabei, nee, es sind 8, kleiner Spaß. Und los geht's. Ja, als früher meine Frau an der Kasse gesessen hat, fand ich es auch ultra lustig. Die hat sich ziemlich überrumpelt gefühlt von mir, aber es hat ihr Spaß gemacht. Vielleicht kommt sie gleich nochmal und setzt sich an die Kasse, macht mal ein bisschen Piep. Yep, und Tiernahrung und Bücher und. Alles klar. Könnt ihr mal da reingucken in der Zeit, bis die kommen. Verwaltung, hier Lizenzen. Erdnussbutter, Mehl, Olivenöl, Spaghetti-Nudeln, Basmati-Reis, Salz. Orangensaft, Soda, Apfelsaft, Milch, Sechserpack, Soda. Kuchen. Verschiedene Kuchen, Süßigkeiten, Müsli, Schokoladenriegel, Joghurt. Es geht darum, was es noch alles gibt.
Bleichmittel, Reiniger, Geschirrspültabs, Handseife, Shampoo, Toilettenpapier. Ruhe, ich lese gerade hier vor, Mann. Mozzarella, Parmesan, Honig, Thunfisch, Vierer, Eierpack, Puderzucker. Butter, Müsli, Hähnchen, Pommes, gemischte Pizza, Kartoffelsnack. Geht gleich weiter. So. Mann, muss ich aufhören zu telefonieren? Ich habe gerade mit meinem Freund telefoniert. Verdammt. Boah, ich mache einen Kniefall vor dir, was du einkaufst. Habibi Blocksberg, sag ich nur. Was? Ist das zu teuer für mich? Achso, die will hier Karte zahlen, ne? Nee, Bar. Ah, hui, ich habe schon Bargeld bekommen. Was muss ich rausgeben? 68. Fuffi, 60 und 8. 5, 6, 7, 8. Tschüss. So, weiter. Butter, Müsli, Hähnchen, Pommes haben wir gehabt. Kaffee mit einer hellen Röstung. Käse, Wasserflaschen, Eier, 12er Pack. Geil. Makaroni, brauner Zucker, grüner Tee. Was auch immer. Moussaka, keine Ahnung, was das ist. Lachs, Jakobsmuschel, Gratin. Steak, Sushi groß, Sushi klein, Kalbskotelett, Krabbensticks, scharfe Soße, Schokoladeneis, Ketchup, Mayonnaise, Pizza. Alter. Krass. So, bezahlen. Wechselgeld 15. So eine Kasse bräuchte ich aber auch, wenn ich da arbeiten würde, weil ich wüsste, ich könnte nicht zusammenrechnen. Ich wäre viel zu aufgeregt. Wenn so eine Schnitte um die Ecke kommt, ich wüsste nicht mehr, was 1 plus 2 ist. Weiß ich auch so nicht, aber... Nee, das würde er nicht machen, glaube ich. Da würde er sich aufregen. Was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich das mache? Tritt er mir den Arsch? 14,50, ne? Was passiert, wenn ich hier 1450 abbuche? Moussaka ist ein griechisches, vegetarisches Gericht, sehr lecker. Deswegen kenne ich es nicht wegen dem Wort vegetarisch. Wenn da kein Fleisch dabei ist, habe ich keine Ahnung, was es ist. Und das ist eigentlich nur Quatsch, weil ich esse eigentlich voll viel ohne Fleisch. So, 5, 6, 7, 8. Patsch, nächste bitte. Super, was ist los? Wechselgeld, 50 Cent. Komm, ich gebe dir, ah nee, ich gebe dir noch einen Glückspfennig mit. Bitteschön. So, was ist mit dir? Zweimal schwarzer Kaffee. Alles klar. 26. 26. Gegeben. Gibt's nichts. Schwarzer Kaffee ist zu teuer für mich. Ja, Mutti, ich kann's nicht ändern. Reg dich schon nicht auf. Mach doch einfach entweder richtig oder lass es. So. Tschüss. Aber zweimal Tee gekauft. Die schöne Dose auch noch. Für die Büchse. 26. Ab geht's, Peter. So. Ist ähnlich wie Lasagne, nur mit, Achtung, Aubergine. Was ist denn eine Aubergine? Okay, ich weiß. Das war ein Spaß. Ich hoffe, ihr wisst, das ist Spaß. Gibt es auch mit Hack? Ich hasse Hack, für den Teufel. Hack ist einfach Dreck. Hack ist einfach Dreck. Ich weiß auch nicht. Wie kann man denn Hack essen? Da kommt auch einfach nur die Scheiße rein, die übrig bleibt beim Metzger. Und dann schmeißen sie einfach den Dreck da rein. Ist ekelhaft. So. Entweder selbstgemacht Hackfleisch. Überhaupt keine Frage. Super lecker. Oder kein Hack gegessen. Aber dieses Hack, was du so kriegst, Katastrophe. 10, 14. So, ich kann bald hier nebenbei alles noch machen. Währenddessen ich hier, naja. Stell doch einen Kassierer ein. Ja. Ich glaube, da unten ist noch was im Regal. White Wolf. White Wolf, ich grüße dich. Können wir mal probieren. Pff, hier fliegt die Fliege rum. Kassierer einstellen. 30. Sie hat 40 gegeben, 30 kostet, kriegt es einen 10er. Tschuhus. Schreibt mein Telefon mal drauf. So. Okay. Mister mit Anzug. Beep, 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 beep. Und durch geht's. 20. Jawohl. Ich komme nicht aus dem Teufelskreislauf raus. Ich kann keinen Kassierer einstellen. Moin. Moin, White. Ich mache das gleich mal. Wir können es auch gleich mal machen hier. Machen es zusammen. Einstellen. Kassierer. Einkauf abschließen 200 und benötigt Supermarkt Level 10. Geht noch nicht. Sonst hätte ich das mal gemacht. Karte. Alles klar. Wir müssen das auch machen, weil irgendwann wird es so schräg hier drin, sehr wahrscheinlich, dass wir gar nicht das selbst alles machen können. Bestellung. Verkaufen. Abscannen. Rausgeben. Bezahlen. Kein Wechselgeld rausgeben. Licht anschalten. Ey, vorhin bin ich noch dran gekommen. Komisch. So, einmal Kaffee.
Alles klar, junge Dame. Wechselgeld 7, 5 und 2 Stück. Ab geht's. Ja. Okay. 7:07 Uhr. Machen wir Bestandsaufnahme. Haben wir noch Öl? Öl haben wir noch hier. Scheiße, falsches Fach. Das wollte ich natürlich nicht. Und ich würde auch gerne tatsächlich den Kaffee und das Dings zusammenstellen. Ich möchte mal ein bisschen umräumen hier dann. Aber dazu müssen wir einfach ein bisschen mehr hier Fett auf die Kette kriegen. So. Raus mit der Kiste. Ölkiste. Noch mehr Öl. Haben wir ganz schön viel Öl, hey. Naja, das sind Werte, die wir da angelegt haben. Gut. 34. 20, 30. 1, 2, 3, 4. Oh, oh, stopp. Stopp, stopp. Gesamt. Ich hab falsch, falsch, falsch. Du wolltest mich verarschen, Alter. Du wolltest mich verarschen. Du kriegst gar nichts raus. Hals geschissen, mein Freund. Entschuldigung, das darf man nicht sagen. Ja, das war zu dreist. Ja, nein, das darf man nicht sagen. Misere. Misere. Miserabel. Macht echt viel Spaß. Da wollte ich aber die Latte heben. Ich habe hier eine Fliege. Ich habe sie nicht. Okay. 15, 15. Darf's gehen. Bist frei. TT Milch. Karte reingesteckt. 20, 50. Kein Problem. So, und was mit dir? Bar. Bar oder mit Karte? Wollt ihr Bargeld mitnehmen? Will der nicht. Der antwortet mir gar nicht. Unfreundlicher Kerl. So, okay. Ist schon 9 Uhr, ist 9 Uhr. Kommen noch ein paar Leute oder ist jetzt fertig hier die Geschichte? Ölio haben wir nicht mehr. Ich würde sagen, wir stellen hier drüben Kaffee und Tee nebeneinander. Da bestellen wir gleich mal. Kaffee und Tee auf jeden Fall. Müssen wir mal Gas geben. Kaffee und Tee. Eine Portion Kaffee. Eine Portion Tee. Dann gucken wir mal. Was ist denn noch an Lager? Wasser ist leer. Kiste Wasser. Nudeln. Nudeln ist gut. Brot brauchen wir. Brot. Mehl. Chocopix, zwei Päckchen. Zwei Päckchen Chocopix. Mehl. Nudeln haben wir noch, ne? Ja, Nudeln ist. Ja, das ist okay. 5 und 8. Brot. Habe ich schon Brot bestellt? Wissen wir nicht. Brot. Ne, haben wir nicht. Päckchen Brot, bitte. Hier. Geschnitte Brot. Alles klar. Stachelpilz, Moinsen. Grüß dich. Wir sind im Supermarkt abgedriftet und es macht irgendwie unverständlicherweise unheimlich viel Spaß. Wir kaufen noch ein Wasser mehr. Ich habe gerade gesehen, da unten können wir zwei Wasser hinstellen. Da haben wir so eine schöne Wasserladung. Zwei Wasser. Und dann noch Käse. Käse. Eine Packung und eine Packung Eier. Käse. Verdammt, Käse, hier. Und eine Packung Eier. So. Das ist die Bestellung. Jetzt habe ich die Frage. Geil. Oh Gott, macht mich das jetzt nass. Ich habe mit dem Mopro-Artikel ein bisschen Probleme. Wer es nicht weiß, ich bin hier, war beim HL, habe ich ein Praktikum gemacht. Ne, also HL in Rheinheim. Praktikant, den gibt es schon lange mehr. Der ist, glaube ich, danach abgebrannt, als ich fertig war. Fakt ist, da habe ich Praktikum gemacht und als Praktikant im HL-Markt war ich selbstverständlich für die Guthaben. Insgesamt der Profit an dem Tag 261 ist gut. War ich, Bestellung abschicken, war ich Praktikant und habe dann immer Mopro machen müssen. Milchprodukte. Glaubt mir, das ist eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter durchgeschlagen hat. Immer den alten Scheiß hinten rausziehen, neuen Scheiß vorne reinstellen und so. Oh Gott, das war echt übel. Aber das hat mir im Praktikum gezeigt, Alter, auf deiner Hauptschule, du musst mal ein bisschen Gas geben, sonst stehst du im HL und räumst die Regale ein. Nichts gegen Leute, die im Einzelhandel arbeiten. Überhaupt keine Frage. Aber für mich wäre es einfach nichts gewesen, den ganzen Tag in den eiskalten Regalen rumzufummeln und den Scheiß da reinzuschieben. Das war nichts. Aber es war mal ein Einblick ins Leben. So. Daneben dran kommt der Käse. So, die Preisanpassung gewinne ich automatisch machen. Kann das nicht ein Computer für uns machen? Tee, haben wir gesagt, stellen wir hier rein. Und nebendran den Kaffee. So,
Tee, es ist voll. Ja, das ist ja schön. Schmeiß mal die Scheiße da hinten dran. So, was haben wir noch hier? Leere Kartons. Weg damit. Weg damit. Und hier, Kaffee nebendran. Dass wir sehen, ja, die teuren Produkte stellen wir mal vorne hin, dass wir wissen, was los ist. Ist die Kiste leer? Ja. Gut, weg. Und Wasser. Wasser kommt unten in den Schrank, Kühlschrank, zweimal. Jawohl, eine Seite. Zweite Seite. Auch leer. Noch eine Kiste Wasser haben wir bestellt, vorsorglich. Schmeißen wir in die Ecke. Öl haben wir noch da, Öl haben wir noch da, okay. Leer. Leer. Okay, und jetzt geht der nächste Tag schon los. Schokopix. Oh, Schokopix. Da kommt vielleicht wieder meine Zwillingstante. Habe noch nie geschrieben oder so, bin aber seit Monaten nur am Lurken oder wie es sich nennt. Ja, schön zu hören, tatsächlich. Es muss einige Menschen geben, die nur im Lurk, also hinten dran sind, zugucken, sich einfach nicht aktiv beteiligen und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber es ist schön, dass du schreibst. Wie gesagt, willkommen. Und du siehst ja, dass ich seit Monaten gleichbleibenden, unmöglichen Content fabriziere, aber... Nur so macht mir Spaß und ja, irgendwas muss ich doch richtig machen, glaube ich. Ist das mein Fahrrad hier? Kann ich damit irgendwo hinfahren? Wo der Sattel? Ich habe mal so einen Sattel gehabt, Leute. Die Hölle auf Erden. Ah, mit Factorio ging es los. Ja, als du knapp 2000 Follower hattest. Ja, 2000, ich erinnere mich noch gut an die Zeit. Am krassesten war so die Zeit... 800, 900 Abonnenten, man wollte endlich YouTube, wie heißt denn das, Partner werden. Heißt das Partner? Ihr wisst, was ich meine. Und es ist einfach stehen geblieben, die Zahl ist einfach eingefroren. Freeze. Ich hätte kotzen können. Naja, und dann hat es gemacht, flutsch, und dann ging es los. Denn, wie ich immer gesagt habe, wenn es dann mal auch wenigstens irgendwas dafür gibt, für die, ich nenne es mal Arbeit, dann macht das dreimal, viermal, fünfmal so viel Spaß. Und deshalb, ich nehme schon fünfmal das Wasser in die Hand, gell? Ich mach's mal auf, vielleicht erkenne ich dann, dass es Wasser ist. So, alles klar. Wir haben alles bestellt, wir sind soweit. Die Chokipix schmeiße ich da in die Ecke. So. Und wir starten den Tag. Ja, es gibt, ich glaube, drei Playlisten mittlerweile. Die aktuellste ist von 2024. Und da ist viel satisfactory. Aktuell sind wir dabei, wir haben das Kohlekraftwerk aufgebaut, haben das Thema Strom nochmal explizit erklärt und sind jetzt dabei, mehr Strom zu machen, beziehungsweise eine extra Fabrik zu bauen für verstärkte Platten und so weiter und so weiter. Das ist halt eben so ein bisschen so seinen eigenen Charme, ist ganz klar. Aber ja. Das gibt es noch nicht, weil wir hier uns verschiedene Sachen freischalten müssen. Es ist so, dass wir hier quasi Verwaltung haben und können sagen, wir möchten uns Lizenzen kaufen für andere Dinge. Und da gibt es dann Lachs, Jakobsmuscheln, Chips, Mehl, Kartoffeln, Reis, Sandwichbrot, Puderzucker. Also man braucht verschiedene Level und man muss dann auch die Lizenzen kaufen für Geld, wenn ich das sehe, 12.500, für Pennennudeln, Zuckerrohr, das sind verschiedene Marken dann, ne? Uncle Tonys, Reis, und da gibt es dann auch verschiedene andere Sachen dazu. Aber dazu muss man erstmal weiterkommen. Muttertier oder wer auch immer einen Link griffbereit hat, könnt ihr bitte mal den Link von der aktuellen Satisfactory Staffel von dem ersten Teil mal reinhauen. Weil wenn er neu im Game ist, ist es ja genau das Richtige. Kannst auch auf meinem Kanal nachschauen, da siehst du auch Satisfactory Videos. Wie gesagt, die aktuelle Staffel ist, das meine ich, am sinnvollsten. Und da geht es von ganz smooth los bis halt eben jetzt Stufe 3 oder 4 sind wir jetzt, weiß ich nicht, also nicht wirklich weit. Aber das liegt an der Breitbandigkeit und an dem 50, 90 zurück. Und daran, dass ich halt eben einfach nicht unendlich viel Zeit habe zum Spielen. Links kann nur der Mod reinpfeifen. Ja, dann ach, du bist kein Mod. Bonnie ist kein Mod. Wieso bist du denn hier kein Mod? Verdammt. Ich muss kassieren. Lenk mich mal nicht ab, wenn ich einen Fehler mache. Wenn ich das jetzt drücke, was passiert denn dann? Falscher Zahlungsbetrag. Alles klar, es geht nicht. Okay, ich wollte es mal probieren. Hätte ja sein können. Der kauft einmal
Echt jetzt? Eier, Wasser, Tokopix. Okay, nichts Verdächtiges. Wenn der irgendwas kauft, um einen Sprengsatz zu bauen, dann müssen wir irgendwo anrufen, oder? Wie ist das? Mehl, Brot, in Ordnung. Wechselgeld 33, 20, 30, 33. Tschüss. Zieh ich alles drüber. Karte, jawohl. 31, 50. Wie kriegt ihr den Betrag zusammen? Ciao, miau. Oh, oh, oh. Kann ich dir helfen? Hast du dich eben verbückt? Tut mir leid. Ja, die Zwillinge im Laden sind echt übel. Mag ich auch nicht. Außer diese eine Dame. Als Zwilling. Die ist okay. Die darf öfter kommen. Die kann den ganzen Laden vollstehen mit ihr. Ja. Grünzeug soll später noch kommen mit Waage. Ich bin gespannt. So. Schwarzer Kaffee. 00. Gibt nichts. Tschüss. So. Mit Karte. 41. Oh. Gut. Die Pantanzi, wie auch immer, Nudeln sind zu teuer für ihn. Echt jetzt? Dann kaufst du lieber Brot. Wasser und Brot. Arme Socke. 4 zurück. Ja, es gibt einen Arbeitsmarkt, wo man Menschen einstellen kann. War das, was ich eben offen hatte. Hast hier einstellen. Kannst du sagen, ich möchte hier einstellen, Kassierer. Aber es geht erst bei 200 Verkäufen, Einkäufe abschließen und Level 10 Supermarkt. Dann kann ich den ersten Kassierer einstellen und dann können wir uns auch mit anderen Sachen beschäftigen, vermute ich, als das Thema des Kassierens. Wir müssen ja dann immer nachbestellen. Das wird ja sonst hier echt haarig. Geld, Kasse, ist gegeben, wie genommen, hätte ich beinahe gesagt, passt. Gibt es denn Arbeitsmarkt? Shoplifter kommen auch noch, ebenso wie Schutzgelderpressung oder was sie da angedacht haben. Okay, die hat ja was geklaut, oder? Okay. Der Käse ist zu teuer für dich. Ja, kann ich nicht helfen, tut mir leid. Ich tut mir echt so leid. Ich brauche gleich ein Taschentuch. So, ein Zwanni. Upsi, ich habe mich verdrückt, ehrlich. So. Boah. Geht was über den Tisch heute. Da ist sie. Die hat eine Zwillingsschwester hier drüben. Die da. Die ist okay. So, Karte. 36. Nein. 36. Alles klar. Und Wasser und Kaffee. So sieht's aus. Ich krieg nur Wasser und Kaffee. Nichts rauszugeben. Sonst hätte ich hier. Naja. Ah, sehr gut. Das ist der Link. Ja, die soll kassieren. Ja, da geht's gleich rund hier sehr wahrscheinlich. Nur noch Männer, die einkaufen gehen. Das ist der Link, vermute ich, für die Satisfactory-Staffel, für den ersten Teil. Da kannst du mal gucken, in der Playlist sind alle Satisfactory-Videos drin, die jetzt aktuell laufen. Die anderen sind auch interessant, die anderen Staffeln, aber ich denke, das wird am interessantesten sein. Vielen Dank, @Muttertier. Und Bonnie, dich muss ich auch mal als Admin hier, Gesamtwechselgeld 3 Euro, Alter, Beine hätte ich verkackt, guck mal dahin. Beine hätte ich verkackt. Mit Kater. 28. Ich kann den Kaffee nicht finden. Oh Gott. Ich kann den Kaffee nicht finden. Echt jetzt? Ja, ich kaufe gerade Kaffee ein für euch, Mann. Herrlich. Undankbares Volk. Kaffee, Puderzucker, Mehl, Nudeln. Kaffee, Puderzucker, Mehl, Nudeln. Ist dunkel hier drin wie im Arsch. Milch. Milch. Wasser ist noch da. Käse. Verdammte Axt. Kaufe ich gleich mal eine, kann ich es heute noch einräumen. So. Ja, ich bin da, Entschuldigung. So, was haben wir da? War zu teuer für dich. Gut, lässt es halt. So, 4,50 raus. 4,50. Abmarsch. Nächste. Wasser, Mehl und zweimal Milch. Er wird einen Kuchen backen. Vermute ich. 50 Cent raus. Tschüss, Sikowski. Was mit dir? Mehl, Mehl, Nudeln. Ungewöhnlich. Was machst du denn damit? Machst du eine Nudelpanade oder was? Okay. Du hast Schokopix.
Entschuldigung, Sie haben keine Milch. Möchten Sie Milch mitnehmen für Ihre Chocopics? Obi-Wan, grüß dich. Mit dem A-Geweih steigt der Umsatz. Ja, in der Tat. Das wäre so. Ich habe vorhin schon mal eine Frau mal in die Kasse hier gesetzt, aber sie war nur ganz kurz da, da ist nichts passiert. So. Ja, Obi-Wan, da sind wir wieder. Ich hoffe, das ist nicht zu low für deinen Intellekt. Aber ich fand es ultra interessant. Morgen übrigens, werte Community und nette Menschen, noch 40 Minuten übrigens bis Factorio-Video, Optimierung der Basis und Verteidigung, modularer Mauerbau, bis das Video online geht. Noch 40 Minuten, wenn YouTube hält, was es verspricht. Morgen ist Tag der Tower-Defense-Welt. Morgen bricht die Tower-Defense-Welt los. Es kommt raus, ein wunderbares Spiel, über das schon mal ein Video gemacht habe. Mit Karte bitte. Okay. Und zwar geht es um Infinity Siege, Leck, die Katz und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Das ist ein ziemlich krasses Tower-Defense-Spiel. Vielleicht habe ich irgendwo auch mal was zum Zeigen. Shop-Seite. Morgen kommt raus. Off-Topic, ich weiß, aber ich muss hier schon die Interessenten für morgen gewinnen. Beliebt und bald verfügbar. Outpost Infinity Siege. Das kommt morgen raus. Nur mal so zur Info. Und das werden wir morgen Abend starten. Wir werden dann Verteidigungen und Kämpfe führen gegen keine Ahnung wen. So, ich verkaufe jetzt auch Computerspiele im Supermarkt, deswegen wollte ich es nochmal sagen. So. Mit Let the Cuts finden. Hast du jetzt gesehen, was ich meine? Gut. So, kurzer Ausflug in die andere Welt. Da reingeschmissen. Ach, noch eine Kiste mit Öl angefangen. Ich bin so hohl. Egal. Habe ich doch. Ja, klar, habe ich davon erzählt. Ich habe Videos gemacht. 2 Stück, glaube ich, sogar davon. Leider nie einen Key bekommen. Die haben sich nicht mal gemeldet bei mir, weil sie einfach nicht nötig haben. Ist ganz klar, verstehe ich auch. Kein Vorwurf, aber wenn ich dann schon anschreibe und sage, ich bezahle den Key zum Vollpreis, aber ich hätte ganz gerne den Key früher, um etwas vorstellen zu können, und sich trotzdem keiner meldet, dann finde ich es schon, das trifft dann mein Herz ein bisschen, wisst ihr? Ach das, ja, genau. Ich wollte mal ganz kurz teasern. Wird bestimmt interessant. Interessant. So, Kiste weg. Nächste Kiste holen. Eigentlich könnte ich so reinwerfen vielleicht. Sparen wir doch Zeit, oder? So, Kaffee. Wir brauchen mehr Kaffee. Der Kaffee ist fertig. So, es ist voll. Damit. Was haben wir hier noch? Zucker. Scheiße. Da rein. Zucker. Passt ganz genau. Weg damit. Weg damit. Wir brauchen nochmal ein Stack Tee, ein Stack Kaffee. Öl brauchen wir keins momentan. Ein Stack Tee, ein Stack Kaffee. Was soll er da reinstellen? Das will ich da hinstellen. Ein Stack Brot. Tee, Kaffee, Brot. Kaffee, Tee, Brot. Teuer. Leute, die das Vorzeug bekommen und das dann nur weiterverkaufen, ja, das ist dann traurig, dass du keinen bekommst. Ja, wie gesagt, es ging mir nicht darum, das umsonst zu kriegen. Ich verstehe das, dass die sagen, nein, du bist zu klein, du bist ein Furz, was deinen YouTube-Kanal angeht. Wir machen das nicht für dich umsonst. Ist in Ordnung. Aber wenn ich schon anbiete und sage, hey, ich würde es bezahlen, Vollpreis, würde ganz gern einfach einen Tag oder 2 Tage früher was streamen können und sich dann gar keiner meldet, das ist doof. Das fühlt sich so an wie, leck mich am Arsch. Ja, aber gut, vielleicht ist es noch nie angekommen. E-Mails kommen mir manchmal nicht an und egal. Will jetzt nicht rumweinen, ärgere mich trotzdem. So, wir haben hier eingekauft. Was haben wir noch? Da unten Mehl ist leer. 2x Mehl bitte noch. 2x Mehl. Das ist momentan ziemlich günstig, sehe ich gerade. Ja, können wir jetzt noch Möbel, vielleicht noch einen anderen Schrank kaufen. Kühlregal, Kassenschalter, einen zweiten Kassenschalter.
Können wir verstehen, was erweitern? Da war doch was gewesen, erweitern. Lizenzen, Rechnungen, wir bezahlen mal alle Rechnungen. Nicht, dass wir da auf den Arsch kriegen. Hier, Stromrechnung. Wachstum. Wachstum. Benötigt Supermarkt Level 4, 4x4 Platz. Kaufen wir. Benötigt Abschnitt 2, benötigt Supermarkt, erweitert um 4x4. Ich hab's gekauft. Unser Supermarkt ist einfach breiter geworden. Ja, dann mache ich die geilen Sachen hier hin. Die teuren Sachen. Ja, das machen wir jetzt so. Das ist einfach breiter geworden, das Dreckding. Die Backsachen stellen wir mal hier hinten hin. Backen, kochen. So. Oilio ist noch nicht fertig, da können wir noch warten. Okay, Überraschung. Wir können es nochmal freischalten, aber ich mache es jetzt nicht. Nee, wir haben nicht genug Geld. Will ich doch gar nicht. Der Quatsch ist, Platz zu machen. Wir haben nicht mal Geld für Regale. Okay. Dann machen wir da drüben alles hin, was teuer ist. Tee und Kaffee. Und dann machen wir so Brot und Schokopix in die Mitte. Da kaufen wir uns einen Schrank. Schrank? Lager? Nein. Wachstum? Nein. Wir wollen was einkaufen. Markt. Überraschung, sagt sie. Da, Regal. Ein Regal, bitte. Und kaufen. Oh, wir haben nicht genug Geld. Wir sind wieder Kacknaps. Okay, dann kaufe ich halt nur das Essen. Oh, die Kisten sind umgefallen. Der Dreckstransporttyp, der das da hingestellt hat, der das einfach hat auf den Boden geschmissen. Ich meine, es ist ja wirklich Nahrung, ne? Das muss doch nicht sein. So, und die Mülltonne, können wir die auch anders hinstellen? Nee, können wir nicht. Jetzt hätte ich die mal vor die Tür gestellt. Das nervt ja ultra. So. Was haben wir hier noch? Milch. Milch kommt jetzt hier rein. Nee, ich will eigentlich den Käse und die Milch mal tauschen bei Gelegenheit. Dann machen wir es doch so, wir stellen mal die Milch jetzt hier rein. Und hier rein. Und ziehen die hier raus. Und legen die da hin. Nein, geht nicht. Okay. Da soll die Milch und der Käse soll eben drüber. Die Eier können ganz oben bleiben, das ist mir recht. Dass die nicht kaputt gehen. Da unten ist einer, keine Ahnung was, zerdrückt mit seinem Hintern. Hier unten drunter kommt nochmal Kaffee. Feinste Sorten. Und außerdem, DHL, ja, aber echt DHL. Sehr gut. Ja. Wobei ich sagen muss, unsere Postfrau ist der Hammer. Die ist gut, die ist lieb, die geht echt gut um und kümmert sich wirklich gut. Aber ja, in der Tat haben wir das tatsächlich, dass ich Dinge bestelle, die nicht draußen bleiben dürfen. Zum Beispiel, dann liegen sie einfach übers Hoftor geschmissen oder so, wo du denkst, Alter, echt jetzt, was ein Glück, hat es nicht geregnet oder so. Aber gut, ich verstehe auch, da ich selbst im Zustellergewerbe unterwegs bin und Erfahrung habe, verstehe ich, dass die Zeitdruck haben. Ne? Die müssen weiter, die müssen halt eben einfach liefern. Wir brauchen noch einmal Nudeln. Einmal Nudeln bitte und einmal Zucker. Nudeln. Und Zucker. Zucker, Zucker. Zucker. Ja, wenn wir natürlich ein großes Lager hätten und wir Geld hätten ohne Ende, können wir natürlich einkaufen und können das uns zwischenlagern. Ne? Das wäre natürlich auch geil, dass wir dann einkaufen, wenn es billig ist, und richtig Masse anlegen. Ja, die Post war auch cool, aber der... ja, stimmt. Das stimmt. So, okay. Gut, wir sind soweit. Wir schaffen jetzt hoffentlich Supermarkt Level 10. Auf geht's. Machen wir das scheiß Fenster auf. Hier die Tür, meine ich. Los geht's. Hallo, guten Tag. Jetzt kommt keiner, gell? Können wir die Kasse nicht mal hier in die Tür sitzen? Ja, hier ist mir es lieber, dass die Kasse hier ist. Da fühle ich mich ein bisschen... Hier noch eine Pumpgun in die Ecke gestellt, einen Schrank. Pumpgun oder Armbrust, mir egal. Dass man sich hier verteidigen kann, wenn was ist, ne? Und das Ding... Stell ich mal so hin, dass wir vielleicht alles sehen können. Lass mich mal gucken. Wenn ich hier reingucke, nee, sehe ich nicht. Kann ich so blicken? Nee, kann ich nicht. Wenn ich hier neben dran stelle. Das ist gelockt, okay, das verstehe ich. Wenn ich es hier hin machen würde. Ja, da kann man erstmal so gucken. Ne? Sieht man mal, was da los ist in den Sachen. Die Milch ist zu teuer für dich. Er kriegt einen Krampf. Die Milch ist zu teuer für ihn.
2,34, 3 Euro, das tut mir leid. Was soll der Durchschnittspreis? Kann man ja nicht sagen. Egal wie groß ein Lager ist, ist es immer zu klein. Okay. Bin ich ultra gespannt. Weil das muss ja tatsächlich dann ziemlich viel werden. So. Karte, ja. 34. Alles klar. Nächste. Das sind die MIBs unterwegs. Schwarze Tee ist zu teuer für dich. Da kann ich dir nicht helfen. 12 zu 12. Du kriegst nichts. Danke. Trink mal einen Schluck. €3 für den Milchfastenangebot, ja. Mhm. Nicht ganz, aber es ist echt tatsächlich fast schon reale Preise hier. Was jetzt keine Schleichwerbung sein sollte. Reale Preise, ihr wisst schon. 4. Aber es ist gar nicht dazu, dass sie sich so nennen. So, zweimal Karte, drauf 7 Euro, bam, tschüss. Du läufst mir die Kartons kaputt dahin, oder was? Was mit dir? Milch nachstellen. Es ist voll, der Karton ist leer. Tschüss. Bis du dich entschieden hast. Den Laden leer geräumt hast du wahrscheinlich, solange du hier rumschleichst. Müll. Ich komme. So. Hat viel eingekauft. Hätte rumgeschlichen, hat auch eingekauft, die Mutti. 50 Cent Wechselgeld. Dankeschön. Zweimal Eier. Hast schon mal keine, wie du aussiehst. 12. Ja. Wenn du den üblichen Marktpreis nimmst, hast du niemanden mehr, der meckert. Ja, korrekt. Ich will aber Geld verdienen. Sollen sie meckern, sollen sie abhauen, mir egal, aber ich will Kohle verdienen. Ich mache hier keinen Geldwechsel. Bei 3 Euro hätte ich gekotzt. Ja, 3 Euro ist natürlich echt hart. Also, aber es gab eine Zeit, da war das alles sauteuer. Richtig teuer. Ich möchte mal an Öl erinnern, zum Backen und zum Kochen. Da war diese Kiste da hinten, die da, diese hier, hätte nicht rumgestanden. Wenn die da gestanden hätte, die ist ja Gold wert gewesen. Ah, kauf mal Öl, ja. Kauf noch mehr Öl. Penne. Okay. Okay, gut. Aber die Preise waren schon echt schräg. Wenn du dann noch irgendwie Vorlieben hattest für Frischmilch, dann hast du vielleicht gesagt, oh, ich mag ganz gerne die Landliebe Milch und Pechchen Frosties. Alter, da warst du, da kannst du zur Bank laufen, kannst einen Kredit aufnehmen. Und wenn du noch Kinder hast, die das gerne essen, halt, falsch. Wenn du noch Kinder hast, die das gerne essen, warst du im Arsch. So. Weil das ist ja, da läuft ja das nur so durch. Den Kassierer stelle ich ein, wenn ich Supermarkt Level 10 bin. Das dauert einen Augenblick noch, tut mir leid. 63, 37 Rückgeld. 10, 35, 36, 37. So, man kann ihn noch nicht einstellen. Wir brauchen dafür Supermarkt Level 10 und 200 Kassiervorgänge. Die 200 Kassiervorgänge haben wir jetzt gleich. Aber es geht darum, dass man selbst gelernt hat, wie es geht. 20, 30, 35, 36 und 50. Tschüssi. Oh, du hast Hunger, hä? Zweimal Brot? Haha, hab ich gesehen. Schokopicks, Schokipicks. 20, 25, 26, 27. Wiedersehen. Boah, die hat auch gut eingekauft. Mit Karte oder was? So, hat man ein Konto gekriegt, das in deinem Alter wundert mich. Naja. Tschüss. Noch muss der Chef selbst in die Kasse. Ja, aber das legen wir heute noch flach, das Ding. So. 16 Dings. 4. 4 Steine. 4 Steine. Hol dir noch was da hinten. Päckchen Gummis oder so. Ja, okay. So. Es macht Spaß, virtuelle Personen anzupöbeln hier, während das nicht hinter meiner Kasse pose. Das ist nicht schlecht. Zeigt natürlich meinen geistigen Flachgang. Aber trotzdem ist es okay. So, oh, die hat eingekauft. So teuer sind wir scheinbar nicht. Mal Licht anmachen. So, Entschuldigung, ich wollte mal Licht anmachen. Sonst sehe ich ihre Blüten nicht. Die sieht ein bisschen aus, jetzt lang übernächtigt. So wie ich manchmal so. Aber, oh, passend, danke. Ah, ein Schleckermäulchen, ne? Schokoladendinger. 25, 50. Ab geht er. Und du? Hast rumgeheult vorhin, den Käse, ich weiß es noch. Was da ist, die Pixel sind wieder da. Was denn für Pixel? Ich sehe keine Pixel, bei mir ist alles gestochen scharf. Das macht ihr doch extra. Das
Ich gucke gleich den Pixel, wenn der Laden zu ist, gucke ich nach dem Pixel, okay? Aber ich kann sie eh nicht ändern, wenn ich ehrlich bin. 15. Aber, hallo Marco. Ja, genau. Wie Mutter dir schreibt, ich grüße dich. 5, 1 zurück. Bam. Ich glaube, der was hier in der Tüte. Ich muss mal kurz gucken, ob du was der Tüte da hat. Was klauen möchte. Ich kann ihren Mund sehen. Leute, das ist ja obergruselig. Ich kann ihre Zunge sehen. Obergeil. Guckt euch das mal an, sogar die Zähne. Die Zähne haben eine eigene Textur, eine eigene Form. Guck mal. Die haben richtige Kauflächen. Alter. Das liegt im Upload. Korrekt, liegt das im Upload. 10. Gibst mir das Geld? Hallo. Du gibst mir das Geld. 10, du kriegst 20, gibst du mir, kriegst 10 zurück. Tschüss. Ich gucke gleich nach dem Upload. Wie gesagt, ich kann den Upload leider nicht wirklich beeinflussen. Siehst du, meine Kunden sind alle hohl. Ja, aber ehrlich. 1, 2, 3, 4. Bam. Rein damit. 15. Noch mehr. Ich muss jetzt hier kassieren. Ich kann, wenn die Pixel noch so sehr sind, wenn die Pixel die Welt an sich reißen würden, die Weltherrschaft, ich müsste jetzt erstmal hier fertig kassieren. Das ist der Abendsgeschäft, da brummt hier in der Hütte. Guck mal da hier. Der John Wayne, der kauft ein. So. Achso, Bar auch noch. Hier, und dann ein Scheinchen mit. Man kann die auch abzocken. Guck mal, ich mach das mal, wenn einer Bar bezahlt. Der bezahlt Bar. Er muss bezahlen. 35, 35. Okay, jetzt kann ich nicht abzocken, weil er kriegt nichts raus. Wechselgeld 0. Ich könnte höchstens das mitgeben. Dann zocke ich mich selbst ab. Hier, wenn die Dame jetzt hier bezahlt, zocke ich sie ab, okay? Das ist aber negativ für meine Punkte, aber das machen wir mal zum Testen, zum Zeigen. So, wir müssen auch bestellen. Ne? Wir brauchen Brot. Boah. Alter. Mit Karte. Kann ich auch nicht machen. Probieren es mal. Machen wir mal 52. Geht nicht. Falscher Betrag. Das geht nicht. Aber im Bargeld geht's. Nee, aber die zahlen 20 für 10 Eier. Moment mal. Wir haben gar keine Eier mehr. Okay, Eier. Wir brauchen Eier. Zweimal Eier. Wir brauchen einmal Käse. Produkte. Wir können sogar Produkte suchen. Ich werde verrückt. Einmal Käse. Wir brauchen keine Milch mehr. Den Käse räumen wir dann hoch. Zweimal Wasser. Wasser. So, damit ist Mopro erledigt. Wir brauchen. Was ist hier drin? Das scheiß Tee. Tee ist fertig. Räumen wir die Kartons weg. Dankeschön. Öl. Olio. Oil of Olaf. Ne, Lorenzo hieß es ja. Lorenzos Öl. Entschuldigung, ich habe das verwechselt. Ja, die Preise sind echt übel, aber ich sag mal so, es gibt hier kein Geschäft mehr. Das hier ist im absoluten Ghetto, wo ich bin. Ich halte mich hier, weil bewaffnet bist unter die Zähne. Und deshalb kommen die Leute zu mir, weil sie von mir einfach noch was zu essen kriegen. Na? Hab halt eben einfach dann auch scheiß Preise. Zweimal Mehl. Was haben wir da drüben? Noch einmal Kaffee. Zweimal Kaffee kommt. Zweimal Kaffee haben es doch. Zweimal schwarzer Kaffee. Schokopix sind leer. Müsli, Schokopix, zwei Stück. Brot, zweimal Brot noch. Maximal oder was bestellt? Echt jetzt? Die Inflation kickt rein, aber ehrlich. Ist es mit dem Pixel wieder besser geworden? Ist jetzt einigermaßen wieder erträglich oder muss ich tatsächlich irgendwas machen? Speedtest. Ich ziehe meinen Speedtest hier rein. Speedtest läuft. Download ist okay, aber es liegt ja im Upload, wie wir wissen. Geben wir dem Baby. Ach du meine Scheiße. Du kannst nur 10 Produkte bekommen. Guck dich das mal an. Da stimmt doch was nicht. Habt ihr den Upload gesehen eben? Jetzt passt mal auf, jetzt mache ich nochmal einen Test. Achtung, wie jetzt der Upload aussieht. Das waren 3 oder 8 oder was da stand. Und jetzt habe ich die Antenne, die 5G-Antenne wieder aufgeweckt, habe den Telekom-Mitarbeiter von Kabel runtergeschoben. Und wir haben wenigstens 25, 27.
Selbst wenn man meine Frau da hinsetzt, wird es besser. Ich verstehe nicht, was du meinst, liebe Bonnie. So, Einkommen. Wir haben insgesamt der Profit 160 nur. Ach so, Erweiterungskosten abgezogen und so. Okay, ich habe verstanden. Ja, wie gesagt, ich bin echt dran. Wirklich, ich sag mal, es schädigt mir ja, es schadet mir ja auch, ja, wenn man es mal so sieht. Mal ohne Scheiß. Das ist ja richtig schädigend, wenn es nicht läuft. Weil einfach die Leute manchmal sagen, nö, der redet zwar schönen Scheiß, aber ich gucke mich nicht an, weil es aussieht wie Brei. Was ich verstehe. Aber deswegen kann ich nicht aufhören, komplett zu streamen, weil diese Unregelmäßigkeiten sind so lange noch da, bis wir Glasfaser hier endlich im Haus liegen haben. Aber ich kann echt nicht mehr machen wie der Erste sein, der sich auf der Straße angemeldet hat, wie der Erste sein, der vor 2 Jahren schon rumgenörgelt hat und jetzt hoffen, dass ich auch der Erste bin, der jetzt noch in ein paar Wochen angeschlossen wird. Ich weiß es nicht. Meistens kommt die ja zum Schluss dran, die nörgeln. So, ich wollte den Käse nach oben legen. Das war die Idee. Das heißt, wir holen ihn da unten raus. Packen ihn da oben rein. Ich finde, der ist einfach übersichtlicher da oben. So. Bam. Was haben wir hier noch Schönes? Zucker. Zucker, Backartikel hier, alles hier drüben. Öl, Puderzucker, der ganze Klumpatsch. Aber jetzt weiter bei Bio-Eier. Bio-Eier. Ja, und wenn ich der Letzte bin, der angeschlossen wird, dann, ja. Glaubt mir, ich habe schon damals bis, also hier was den Kreis angeht und bis ganz nach oben geschrieben, getreten, gebittet, gebettelt, geflucht, gedroht nicht, aber wirklich, es hat nichts gebracht. Hat einfach keinen Schwanz interessiert. Niemanden. Und immer wieder, ich gesagt habe, die Leitung liegt hier in der Straße, die haben sie vergraben, ich sehe sie. Bei ihnen ist keine Leitung. Und irgendwann haben sie gemerkt, scheiße, wir haben die Leitung in der falschen Straße verlegt. Das war wirklich so. Die wollten eigentlich die Parallelstraße nehmen. Haben wir dann unsere genommen und haben es dann gemerkt. Und gesagt, es tut mir leid, die haben das nicht gewusst. Müsst ihr euch mal vorstellen. Die falsche Straße verlegt und haben nicht gewusst, dass sie in der falschen Straße sind. Brutalinski, ohne Scheiß. Naja, auf jeden Fall wäre das trotzdem nicht möglich, weil es nicht eingepflegt war am Computer, deswegen können sie uns nicht anschließen. Alles klar. Und jetzt hieß es ja, es geht. Und die Nachbarn haben sie gesagt, 6 Wochen. Der ist weiter hinten dran wie ich, also muss es bald soweit sein. Ich bin gespannt. Noch ist kein Bagger da. Wir werden sehen. So. Vor allen Dingen, vorher haben sie riesen Rechnungen aufgemacht, was es alles kosten würde. Oh, er hat dazugelernt. Er hat uns beschwert, er hat es schön hingestellt. Ich wohne in Hamburg, sehr zentral. Und hier kriegen sie es nicht mal hin, meine Wohnung an eine Glasfaserdose zu setzen. Leitung liegt im Keller. Alles klar. Würde ich kotzen. Würde ich kotzen. Nee, Leitung liegt natürlich auf der Straße hier. Wir wohnen sehr ländlich. Aber es ist alles vorbereitet. Es liegt ein Leerrohr bis vorne an die Straße. Es ist alles traumhaft vorbereitet. Die müssen nur kommen und den Scheiß da anschließen und reinlegen und diesen Zettel draufkleben, wie er mir erklärt hat und so. Aber die Baustellenbegehung war schon. Bedeutet, die haben schon uns hier quasi dokumentiert, fotografiert, die alte Wäsche im Hauswirtschaftsraum fotografiert, die dreckige. Und wo sie reingehen und wo sie durchgehen und ich habe alles schon unterschrieben. Also es ist schon eigentlich fix und fertig in trockenen Tüchern. Aber, jo. Wir gucken halt mal, ne? Wir gucken halt mal. Bin ja froh, dass überhaupt was geht. So. Alles klar. Wir sind startklar, die Regale sind aufgefüllt. Wir sind noch Level 8. Wir müssen ein bisschen Gas geben, damit es heute noch einen Kassierer gibt. Attacke. Scheiße. Jetzt aber Attacke. Nee, du hast recht. Kann man nicht erwarten. Man freut sich halt umso mehr, wenn es dann irgendwann geht. Muss ich echt sagen. Gerade noch jetzt in so einem Fall wie bei mir, weißt du, das ist echt, weiß ich nicht. Klar, mit der Leitung, die ich hier habe, kann ich Netflix gucken, wir können, keine Ahnung was, Amazon Prime, Magenta TV nutzen, das ist alles möglich, ist alles okay, wir können Fernsehen gucken und so, aber der Upstream ist das Wichtige. Wenn der Upstream nicht gesichert ist, weil sie über 5G läuft, ja, dann ist es einfach so schwankend. So. Er kauft mal ein bisschen Puderzucker, vielleicht will er was strecken, das Öl ist ihm zu teuer, gut. Der kauft gleich zweimal Öl. Wie unterschiedlich die Menschen sind. Ja, ich komme. Mein Kunde wartet an der Kasse. Guten Tag. Sus hat er gekauft.
6 Euro, 6 Euro. Tschüssi. Gut, du auch? Du hast eine rote Nase, was hast du gemacht, Junge? Ah, er mit seinem Weihnachtspulli, den kenne ich noch. Können wir auch ein bisschen rausgucken, hier ist cool, ne? Wenn die Kasse hier steht, haben wir ein bisschen was zu gucken. So. Bar. 4,50. 4,50 zurück. Bitteschön. So. Chucky-Pix. Mhm. Ja, das ist so ein normales Essen, würde ich sagen. Da kann man jetzt mal nichts sagen. Brot, Wasser, Milch und Dings. Das passt alles zusammen. Ist auch nicht auffällig, finde ich. Wie ich sehe, was auffällig. So, jetzt haben wir hier 74 Wechselgeld. Ich mache jetzt mal 50, 70. Oh. 70, 72. Hat geklappt. Er hat es noch nicht mal gemerkt. Manche sagen halt eben, das ist Diebstahl, Betrug und so. Er hat es nicht mal gemerkt. Ich habe ihm zu wenig Wechselgeld gegeben, es ging auch. Alles klar, müssen wir öfter bescheißen. So. Klatsch. Was hast du? 18,50, nix. Okay, tschüss. Oh, er kommt zurück, haut mir aufs Maul, weil wir ihn beschissen haben. Das wäre schlecht. Was gibt es noch, was in Kühlschrank kann? Gucken hier, kalte Ware. Käse, Milch, Eier. Nee, wir haben nichts, was den Kühlschrank kann noch. Ja, ich komme schon auf dem Weg, Mann. Bitte. So. Nudeln und Wasser zum Kochen, oder was? Du kannst Leitungswasser aus dem Wasser aus der Leitung nehmen, Junge. 2 Dollar Gewinn, ja. Richtig. Wechselgeld 39. Machen wir 20, 30, 35, 36, 37. Achtung. Der gleiche Depp, auch wieder 2 Gewinn gemacht und trotzdem die volle Wertung gekriegt. 5. Also wir spatzen jetzt ein bisschen beim Bargeld Geld ein. So machen wir es. Betrug an der Kasse, Leute. Alles drüber. Bargeld. Bargeld ist mir natürlich unheimlich recht. Kein Wechselgeld, scheiße. So. Danke. Karte 27. Abmarsch. Junge, da ein Brot mit Karte. Ein Brot mit Karte, das müsste noch 1 Euro mehr kosten, deswegen. Wir sind also, spricht Deutschland 20 Jahre hinterher? Ja, auf jeden Fall 20 Jahre hinterher. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden, das ist so. Aber, das Ding ist, wenn man Probleme sucht oder Sachen, an denen man sich aufreiben möchte, wir können nichts bescheißen, weil er hat genau passend. Wenn man Dinge sucht, an denen man bescheißen kann oder will, Alter, was ein Einkauf. Dinge sucht, wie man sich dran aufregen möchte und Probleme findet, da kann man immer was finden. Du kannst dein ganzes Leben lang über Probleme reden und sich darüber ärgern, wie blöd wer ist, Politik, Mitmenschen, Autobauer, Technologiekonzerne. Genau, ja. Genau das, was du schreibst, Marco, das ist richtig, also zumindest ist richtig im Sinne von, das ist tatsächlich hier off-topic ist. Aber ja, genauso macht es einem den Eindruck. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, wir machen hier keine echten Real-Life-Geschichten oder Politik. Keine Religion, keine Politik, weil das bringt uns hier keinen Spaß, bringt uns nicht weiter. Hat einfach keinen Sinn. Ja, ich habe da genug den Tag über. Nicht, dass ich mich jetzt beschwere. Nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt hier angepisst bin. Das gar nicht. Aber es bringt einfach nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Ich stehe hier lieber in der Kasse, kassiere virtuell in meinem Supermarkt den Scheiß ab, hab Spaß, bin mit euch hier ein bisschen am Abend unterwegs und baue mein YouTube-Business weiter. Wie läuft denn die, Alter? Hat die 2 Kniegelenke? Also 1 hier und 1 nochmal weiter oben? Habt ihr das gesehen, wie die läuft? Nicht die andere da mit den großen Ohren. Ja, deshalb, das bringt halt eben einfach mal Licht anmachen. Moment bitte, Licht anmachen. So, da bin ich wieder. So, dass ich mehr sehe. Alter, wer hat denn diese Charaktere designt? Das muss doch das Entwicklerstudio einfach ulkig. Sehr ulkig. So, danke. Karte 15.
Tang, Tang, Tang. Level 8 sind wir erst. Scheiße, Mann. Kasse. 2 zurückgeben. Unzureichendes Wechselgeld. Der hat nachgezählt, der Penne. Das ist Diebstahl. Ich habe nur 1 Euro gegeben. Okay, ja, also manche merken es einfach, ne? Lampen. Haben wir nicht Lampen eben da hinten gesehen? Lampen, Möbel, Regale, Scheinwerfer. 2 Stück, bitte. Kaufen. Ich habe mir 2 Scheinwerfer gekauft. Einen hier hin. Und einen dahin. Also das Spiel macht mir viel mehr Spaß, wie zum Beispiel Hotel Renovator. Es hat irgendwie so ein Flow. Ich weiß nicht, was es ist. Und man kann halt eben einfach über alle möglichen Scheiß reden. 21 Uhr Sternzeit, falls du die brauchst. Nee, brauche ich nicht, weil 21 Uhr ist ja eine Stunde zu früh. Das ist ja quasi eine Stunde vor 22 Uhr. 57, alter Vater. 57, 50 auch noch. Kann ich da falsch machen? Kann ich 57 schreiben? Nein. Also bei Karte ist alles safe. Ich kann nichts zu viel, nichts zu wenig. 37. 13 zurück. 10, 11 zurück. 11, 50. Das ist Diebstahl, hat's gemerkt. Minus 5. Okay, da verlieren wir oben Punkte. Das machen wir mal schön nett. Denn da verlieren wir diese Supermarktpunkte. Und die brauchen wir ja. Na? Brauchen wir ja, damit wir weiterkommen. Auf Level 10 kriegen wir erst den Kassierer. Auf keinen Fall machen wir jetzt da weiter mit dem Beschiss. Denn wenn sie es merken, gibt es Minuspunkte. Und das will ich nicht. So, einmal... Nudeln. Alles klar. Das war der letzte gewesen. 1179 der Kass. Wir füllen mal schnell hier die Regale auf. Bam, bam. Schmeißen das in die Ecke, wenn wir es durch haben. Käse. Kiste leer, schmeißen wir raus, wenn wir es durch haben. Was hier? Brot. Können wir bestellen. Könntest du einen Handbestellautomat können wir brauchen, wo wir in den Regalen direkt stehen und bestellen können. Das wäre auch cool. Und hier mal mindestens 1 oder 2 Packungen von den tollen Nudeln. Was haben wir hier noch? Mehl. Mehl. Also eine Packung Mehl brauchen wir auch noch. Und die Fliege, die mir ins Gesicht fliegt, die brauchen wir nicht. Du verlierst die Punkte auch, wenn die Leute sich über den Preis beschweren oder einen Artikel nicht finden können. Okay, danke. Es ist voll. So. Okay, wir bestellen. Wir bestellen Milch. Milch. Produkte. 2-mal. Wir bestellen Eier. 1-mal Eier, bitte. Wo sind meine Eier? Hier. Den Handscanner gibt es als Mod. Sehr praktisch. Sehr gut, Helmut. Danke für diesen Tipp. Nudeln 1-mal. Öl 1-mal. Brot 1-mal. Brot. Verdammt, wo ist das scheiß Brot? Da. Chokipix 1-mal. Hier. Kaffee, Tee jeweils 1-mal. Kaffee, Tee, Öl, Nudeln, Zucker und eigentlich auch noch Mehl, aber da haben wir keine Links mehr für, keinen Platz mehr, haben 10 Stück drin. Okay, Tag ist vorbei, wir schließen den Tag ab. Diese eine Fliege, die geht mir tierisch auf den Sack. So, nächsten Tag starten. 353 Profit. Okay, erstmal den Müll wegräumen. Theoretisch können wir ein bisschen Zeit zu sparen, das Geschäft ja schon aufmachen und währenddessen einräumen, weil ich meine, ist ja auch so in Wirklichkeit, wir hatten den ganzen das Geschäft zu, bis dann irgendwann die Leute kommen und wir alles eingeräumt haben, ist doch Quatsch. Wenn ich heute morgens zum Laden gehe, ach du Scheiße, dann ist es so, dass sie manchmal schon gar nichts mehr fertig haben. Die haben keine Brötchen fertig, die haben keine Dings fertig, die haben keinen Fleischkäse fertig. Diese Fliege geht mir auf den Sack. So. Müll, nächstes. Ja, ist keiner da, die Zeit läuft. Die könnte schon längst kaufen kommen, es ist ja jedes Produkt da. Eier. Es ist voll, alles klar. Weg damit.
Öl. So. Zeit, dass hier wieder die ersten. Ja, kommen doch schon die ersten Kunden. Also. Nudeln. Es ist voll. Es ist leer. Ich komme. Schmeiß gerade noch die Milch in die Ecke. Hallo, was gibt's Schönes? Ah, Brot und Schwarzkaffee, jawohl. So, danke. Der kriegt 23. 23 bescheißt natürlich nicht. 27 zurück. 20, 25, 26, 27. Bitteschön. Perfekter Lauf. Wir müssen Level 10 werden, verdammt. Schneller. Milch. Milch ist voll. Hallo. Ich fülle gerade die Milch auf. Okay, hat sie nicht interessiert. Ich fülle gerade das Brot auf. Hat sie auch nicht interessiert. Ich fülle gerade. Ah. Das steht der Büffel an der Kasse. Jockeypix, komm hier hin. Achtung, Päckchen Jockeypix, fall nicht hin. Ja, habe ich gerade frisch. Ah, ich muss arbeiten. Piep, 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 piep. Wie die so gar keinen Bock auf einen Kassierer hätte sie wahrscheinlich. Aber wartet ab, wenn ich einen Kassierer habe und dann hier den dicken Larry raushängen lassen kann, weil ich hier der Chef vom Laden bin. Da war noch Milch im Karton. Das sind Casual. Nee, wie heißt das? Kollateralschaden. Das sehe ich nicht, Helmut. Da war noch Milch im Karton. Hier wird gearbeitet, da kann Verluste. Das war alte Milch, die war alt. Die Milch war alt. So, Kaffee. Und außerdem, ich sag mal, weil ich es kann, Helmut. Weißt du, ich kann auch hier das Päckchen Tee direkt in die Mülltonne schmeißen. Ich kann es einfach. Scheiße, ich habe Milch weggeschmissen. So eine Kacke. Okay, so, Kaffee, Tee. Hey, drei Leute schon wieder. Es ist früher Morgen. Ich habe doch hier keine Morgenschlange. Latte, was los? So, 27. Ein Päckchen Eier. Jemand hat vielleicht keine. 4,50. Bing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Artikel. Mal kurz hier die Kasse 10, 2, 4, 6, 7 Artikel. 48. 2 Euro zurück. Alles klar. Tschüss. 2 mal Öl. Was machst du damit, Junge? Sag's mir. 10, 10, 0 raus. Auf Wiedersehen. Du, Bio-Eier. 0 Wechselgeld. Tschüss. Geht's weiter hier, oder was? Kartons immer mit C schließen, bevor du sie wegwirfst. Ich bin gespannt. 44, 50. Ich will den Karton schließen, öffnen, wegwerfen. So. Warum mit C schließen? Warum mit C schließen, Helmut? Was gibt's für einen Grund? Erklär mir den Grund. Den Grund verstehe ich nicht. So, ist leer. Kann weg. Das habe ich nicht geschlossen, scheiße. Ah, man sieht ja nicht mehr, dass was drin ist. Ich habe es verstanden. Jetzt sieht man, dass da was drin ist. Ach, wenn ich es zumache, sieht man auch das Produkt. Seht ihr, Sus, wie auch immer, Milch. Wenn ich aber leer mache, dann ist es leer oben. Das, der Aufkleber ist nicht mehr drauf. Dann weiß man, dass es zu leer ist. Alles klar. Ja, sehr guter Tipp. Dankeschön. Wasser. Schön, Wasser. Oi. Ja, ich fülle direkt nach. Das teure, überteuerte Wasser. Nichts mehr drin. Ich komme an die Kasse. Ich bin da. Ich bin da. Alter, was hier los ist. Ich brauche bald mal einen Kassierer, glaube ich. Gut. So, danke. 16,50 zurück. 10, 15, 16, 50. Auf Wiedersehen. So. Geil wäre es, wenn die Kasse keinen Automat hätte, keine Rechnung, das nicht anzeigen würde. Müsste mit dem Kopf ausrechnen. Ja, Bonnie, das haben wir verstanden. Vielen Dank. Aber wir sagen ja, doppelt genäht hält besser, ne? Boah. Ich habe bald hier Sehnenscheidenentzündung. Hat Scheide gesagt. Ja, klar kennen wir das, natürlich. Was auch immer das sein soll. 53,50. Licht anmachen. Moment mal bitte. Licht. So. Komm, wie meine Regale beleuchtet sind dahin. Seht ihr, wie die Regale beleuchtet sind?
Alter, ich habe hier die Regalbeleuchtung erfunden, glaube ich. So, ja, guten Tag. 4650. Abschicken. Hüt, bar. Kein Rückgeld. Tschüssikowski. Du, bar. 2 Rückgeld. Auf Wiedersehen. Ich werde immer schneller. Hey, ich bin eine richtige Maschine. Ich werde die Kassiermaschine. 1 Euro. Tschüss. Bam, bam, bam. Bargeld. Fünfer. Wiedersehen. Gibt's noch mehr? Verteilt euch das Level 10 wert, dass ich endlich mal einen einstellen kann, weil jetzt wird's ja mal echt langsam, was das Kassieren angeht, stupide. Der Rest macht voll viel Spaß. Kassieren macht auch Spaß. Muss ich echt sagen. Ich hätte ganz gerne so einen Warentrenner, den ich da einlegen kann, damit das Band nicht weiterläuft. Nix. Tschüss. Hat er doch erklärt. Ja, das war einfach zu langsam. Die wollen lieber auf Klo oder so oder duschen, was ihr immer macht. So. Ding. Okay. Hammer. Können wir schon in die Warenbestellung gehen, ne, würde ich sagen. Nee, können wir nicht. Können wir jetzt meinen Scheiß ausräumen. T. Wo war ich mit T? T. Schließen. Nichts mehr drin. Wegwerfen. Gehen die immer weg, wenn ich die zu lange da stehen lasse, die Leute? Hauen die ab? Sagen sie Scheiße? Oder gibt es weniger Punkte? Weiß man das? Bargeld. Wechselgeld 63. Tschüss. So. Bargeld. 50 Cent. Zoma Brot. Okay. Wenn du das möchtest. Schwarztee, Kaffee, Süßungsdingsbums, Puker, Zucker. Und noch ein paar Eier. 50, die backt was. Bin mir sicher. Oh, pardon. So ein Komma ausmachen kann. Du hast lange Leitung. Lange. Ich? Aber warum? So, weiter. Was haben wir hier? Keine. Die Bio-Eier sind zu teuer für ihn. Ja. Das sind Bio-Eier aus Landhaltung, Bodenhaltung. Die sind halt einfach teurer, weil die Eier quasi auf dem Boden liegen. So. Zweimal Brot. Einmal Kaffee. Alter, was es da an Ausgaben gibt hier. Zweimal Nudeln. So. Was ist ein Einkauf? Kurz vor Schluss macht er noch so einen Einkauf. Alter. So. 52, 50, 50. 52, 50. Bitteschön. So, wird Zeit für den Kassierer. Was haben wir noch? Wasser. Ein Päckchen Wasser brauchen wir. Wasser. Milch haben wir noch genug im Schrank. Eier. Ein Päckchen Eier. 8 Artikel. Ein Päckchen Eier. Ich muss mal eine Reihenfolge einfallen, dass ich hier durchgucke. Mehl haben wir keins mehr. Und nochmal Mehl. Okay. Tag beenden. Nope, die warten, beschweren sich nur irgendwann. Und gibt es weniger Punkte dann? Also nicht, dass sie gehen, gehen sie nicht, okay, aber gibt es. Sie werden sich nie beschweren bei mir, Helmut, weil ich bin ja der schnellste Kassierer der Welt. Weißt du, ich gehe ja hier Vollgas da durch. Die können ja gar nicht sich beschweren, so schnell wie ich kassiere. Also, du weißt, was ich meine. C schließen, nichts drin. Geschäft öffnen. So, Nudeln. Ja, Karton raus. Öffnen das Geschäft, dass sie mal schon mal antingeln, die Leute. Und hier abstellen. Hat Nudeln. Was hat wer Nudeln bestellt? Hat Nudeln zweimal bestellt. Er hat die erste Lizenz und kommt schon durcheinander. Wie ich komme durcheinander? Ich habe Nudeln zweimal bestellt. Klar, ich stelle ich in den Schrank. Da, guck. Warum habe ich die bestellt? Weil die besonders günstig waren im Einkauf. Deshalb. Ja, da guckst du jetzt aber, ne? Kommt durcheinander. Ich habe viermal Nudeln bestellt, weil die so günstig waren. Scheiße, ich habe so viele Nudeln bestellt. Egal. So. Ja, es ist noch nie ein König vom Himmel gefallen. So, weg damit.
Was haben wir hier noch? Brot. Kaffee ist zu teuer für dich. Dann geh aus meinem Laden. Bitte. Geh raus. Wenn es dir zu teuer ist, ich kann es nicht ändern. Wir haben alle unseren gewissen Rahmen und in dem müssen wir uns halt eben aufhalten. Ausreden. Nein, Helmut. Heute keine Ausreden. Heute ist absoluter Spaßtag. Ich bin hier an der Kasse. Da gibt es alles für billiger. So. Zumachen. Raus. Guten Tag. Oh, das gibt arme Ritter, hä? Milch und Toast. Zwei Stück. Bitteschön. Was haben wir denn da Schönes für eine Mischung? Kann ich nichts mit anfangen. Mehl, ja, Tee. Der lebt gesund. Wasser. Zweimal Käse. 45 Steine. Kein Problem. So, weiter geht's. 24 Steine. Ich will jetzt nicht auf Level 10 kommen, verdammt. Mach hin. Die hat sich eben gebückt. Ich hätte dir helfen sollen. Oh Mann. Ah, hallo. So. Mit Karte. 25. Nudeln gehen immer. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. 20. Ich müsste mir mal in Real was zu trinken holen. Ich habe nämlich ein ganz babisches Mundwerk. Zucker ist leer. Sag mal Zucker. Was brauchen wir noch? Das ist voll. Sag mal Zucker. Einmal Käse. Sag mal Zucker, einmal Käse. Einmal Öl. Einmal Öl. Zweimal Mehl. Auf geht's. Liefern wir den Scheiß, kann ich heute noch einräumen, während des Betriebes. Habe ich bestellt, Helmut. 50 Cent. Mehl. Nein. Leere Kiste. Nein. Olio. Nein. Käse. Achtung, Käse. Zucker. Zucker. Ihr wisst ja, gebt dem Affen Zucker. Das Thema hatten wir gestern erst. So, jetzt geht's los. Ach du Scheiße. Tut mir leid, ich war gerade draußen. 24, ich wollte noch Rückgeld geben. Ach komm, hast du lange gewartet, kriegst 50 zu viel. Ich konnte keinen Puderzucker finden. Leck mich am Hintern. Puderzucker steht drin, Schrank ist voll. So. 48 zurück. 20, 40, 45, 46, 47, 48. 48. Tschüss. Boah, die kaufen immer mehr ein. 62, 50, 60, 62 zurück. Piep, 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 piep. Synchronisation der Kasse. 41 und 50. So, es kommen als mehr Leute dahin. Ich werde verrückt. 11. 11. 4 zurück. Stimmt. Kaffee ist zu teuer, das ist dein Problem. Nichts mehr. Wechselgeld, kein Wechselgeld. Oh. Ich glaube, die Oma hat heute die Kinder daheim. Die kauft ein, dass sie für die Kinder was zu essen machen kann. Nach der Kita oder so. Deswegen hat sie so viele gesunde Sachen eingekauft. Bin ich mir ganz sicher. So. Okay. 2,50. Erstmal, was ich 2,50 rausgebe. So, Karte. 7 Euro. Machen wir. Brot mit Karte. Hat ein Handy dabei, kann er draufhalten. Kontaktlos bezahlen quasi. Ein Fünfer. So. Ich mag meine überteuerten Preise, die sind voll gut. Ein Zwanni. Okay. Und mit dir? Bargeld. 2 zurück. Kein Problem. Du wieder ein Totenkopf? Willst du ein Brot oder was? Oh Mann. Bist ein Brot vielleicht. So, also, was haben wir noch aufzufüllen? Mehl. Kasse bitte. Kasse bitte. Können wir mal in die Kasse gehen? Mann, oh Mann, oh Mann. Wie viel Zeit ist denn Kassierer kriegen, ehrlich? Das nervt ja voll. So. Ich glaube, das ist die Hochzeit des Problems. Wenn wir dann einen Kassierer haben, läuft es ja hier, hoffe ich doch. Dann müssen wir nicht mehr alles machen. 4.
Ja, alles auffüllen, alles bestellen und auch noch kassieren, das wird schwierig. Aber das ist ja gleich soweit, deswegen gibt es den ja dann auch. Am liebsten habe ich die, die ein Päckchen Salz kaufen, wenn dann 100 bezahlen. Alles klar. Stell dir vor, du müsstest noch Wechselgeld an der Bank wechseln, dass du noch Wechselgeld hast am nächsten Tag. Wenn du nicht wechseln kannst, kaufen sie nichts. Das wäre ja assi. So. Ich habe hier zu wenig Licht über der Kasse. Das ist nicht gut. Das ist da habe ich wenig Autorität. Ich bräuchte bitte Licht über der Kasse. Ja. Genau, habe ich einen besseren Ausblick vor allen Dingen mit dem Licht. Sehr gut. 38. Guten Tag. Guten Tag. Schnappatmung. Okay, tschüss. Ich muss was zu trinken holen, glaube ich. Gut, okay, wir bezahlen weiter. Hier packen, bezahlen, Fünfer raushauen. Du, jawohl, volle Kanone, bezahlen, 24. Wir sind gleich Level 10, dann hol ich uns einen Kassierer, Kassierer. So. 3. 1, 2, 3. Ab geht's. Und einmal Eier. Gut, 4,50. Wechselgeld keins, passend gegeben. Gut. Boah. Konnte Puderzucker nicht finden. Leck mich doch am Popo. So, konnte den Puderzucker nicht finden. Die Frau Müller schreibt. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Muss mal gucken, es ist sehr wahrscheinlich die Kassiererin, die neue. Aber wenn sie schreibt, gibt es einen Grund. Ah, Videos vom Spielplatz. Sehr schön. Wie ihr mitgekriegt habt, war ich heute auf dem Spielplatz. Ich gesagt, ich muss mal kurz mal was anderes machen. Davon gab es Beweisvideos. Sehr schön. 22, nein, nichts rausgeben. Okay, und du nochmal hier, Chicky Piggies, Piggy Blinders, 14. Ja, ja, ein paar tolle Fahrgestelle in dem Game. Ich rede natürlich von den Autos. Helmut, selbstverständlich. Guck deine Frau zu, oder was? Okay. Wir haben leer gemacht. Brot. Also erstmal füllen wir auf, was wir da haben. Moment mal. Leere Kiste. Weg. Leere Kiste. Weg. Zucker. Alter, die kaufen mir den Arsch ab, gell? Ist ja Wahnsinn. Zucker. Weg damit. Was haben wir hier noch? Brot. Ein Brot. Naja, besser wie nix. Tschüss. Kaffee. Tschüss. Moment mal. Ich hab eine Idee. Kann hier nicht hingeworfen werden. Werf sie dahin. So, Kiste zu. Da kann die auch schon mal weg. Bam, bam, bam. Und hier. Da füllen wir nochmal auf. Ne, legen wir hier hin. Okay. Was haben wir hier? Käse. Der Käse muss unbedingt in den Kühlschrank. Verdammte Scheiße. So, wir brauchen Käse. Gucken wir mal hier. Von da aus. Eier, Käse, Wasser, Milch. Wasser, Käse, einmal Eier. Einmal Eier, bitte. Piep, piep. Milch. Milch. Zweimal Milch. Zweimal Milch. Dann brauchen wir auf jeden Fall Öl. Mehl. Gegebenenfalls auch nochmal Zucker. Mehl. Gegebenenfalls nochmal Zucker. Also Puderzucker. Schokodinger. Tee und Brot. Schokodinge. Tee und Brot. Brot ist wichtiger. Brot. Und das ist die Bestellung. Geschäft abschließen. Ich schaue mir was zu trinken. Ich bin gleich wieder da. In der Zeit dürfen alle Neuen oder Nicht-Neuen gerne nochmal hier zuschauen. Und besser wie am Ende, oder? Ich finde es besser wie am Ende. Ich muss das Bild mal wechseln. Ich muss so eine alte Kasse hinmachen oder so. Nur kurz am Kühlschrank.
So, ich bin schon wieder da, so wie es gehört. Und freue mich natürlich. Oh, das ist ein tolles Spiel. So. Ich freue mich über die. Ja, das ist ehrlich. Das ist nicht der Grund, warum ich das mache. Ehrlich nicht. Wirklich. Ich schwöre es. Das ist nicht der Grund. Ich habe mir nicht erhofft, dass mein Abspann falsch ist. Aber mein Abspann ist falsch, Helmut. Danke für den falschen Abspann, für den Hinweis auf den falschen Abspann. Sondern ich mache es, weil ich mir tatsächlich eine eiskalte Flasche Cola geholt habe. Und weil ich einfach es am Ende so ein bisschen scheiße finde. Die Leute am Ende blöd zum Trinken, gell? Okay. Die Leute am Ende sind einfach. Das ist irgendwie nicht richtig. Ja? Bezahlen mir Geld oder ihr sponsert mich mit Mitgliedschaften. Und ich finde, das sollte man schon erwähnen. Und wenn es dann am Ende kommt, ist auch okay, besser wie gar nicht, ne? Klar. Aber ich finde, das ist schon ganz okay. Gerade wenn man so ein kleines Päuschen drin hat, Pipi-Pause oder so, dann passt das schon. So, Archimedes. Also Helmut, deswegen nochmal Dankeschön. Ja, ich wollte dich nicht übergehen. Und Archimedes, willkommen, guten Abend. So. Ob wir Abspann jemals aktuell haben wird. Nein, werde ich natürlich nicht, weil ich so blöd bin, das weißt du doch. Aber ja. So. Und wie es so ist, das ist so ein bisschen so ein Kreislauf von diesen Sachen. Kann ich solche neue Spiele kaufen. Wie dieses hier. Das ist nicht so teuer, das Spiel. Das ist eigentlich ein echtes Schnippchen mit 12 Wochen ein bisschen was. Aber ich will damit sagen, so hält sich das Ding am Rad am Laufen. Und ich habe gesabbert. Ich habe wirklich gesabbert, ja, tatsächlich. Aber der Pulli ist dunkel, da sieht man es nicht so. Aber gut. So, also deswegen immer schön weitermachen. Stopft die Gans, bis sie voll ist. Die Frage, wer ist die Gans und mit was wird sie gestopft? Aber ja. So, Wasser. Wasser ablegen. Wir machen schon mal auf. Wir können es ja multitasking-mäßig. Wir sind Supermarkt Level 10. Level 10. Helmut, du hast mich daran erinnert. Ich habe es aber eigentlich in der Sekunde gemerkt. Ich schwöre es. Ich habe es selbst bemerkt. Die Milch noch reinknallen. So. Die alte Kiste. Kann ich auch einen einstellen, die Kisten wegräumt, die alten. Na, gucken wir mal. So. Hier, Kasse, beziehungsweise Produkte, Möbel, nein, Verwaltung. Ich bin jetzt der Chef. Ich habe jetzt jemanden Angestellten hier. Ich möchte ganz gerne jemanden einstellen. Kassierer, Selbstbedienungskasse. Tageslohn 80. Einstellungskosten 100. Und der steht ja ultra motiviert hinter der Kasse. Alter, was hat der denn für ein Gesicht? Hat der überhaupt Zähne? Habe ich gesehen, der ist zu klein. Es piept sogar. Man kann sogar sehen, was er abkassiert. Okay. Mehr Zeit für mich, mich um die Kunden zu kümmern. Hallo, ihr Zwillinge. Wie geht's euch? Ihr habt sogar die gleichen Haare. Krass. Wenn die das gleiche essen, ob dann auch das gleiche bei rauskommt? Okay, jetzt wird es zu speziell, ich merke schon. Tut mir leid. So, wir füllen mal die Regale auf in der Zeit. Das ist jetzt saugut, dass der das benutzt. Der macht das jetzt für uns. Wir können jetzt hier Regale auffüllen, Gedanken machen um Upgrades, Verbesserungen im Laden. Wir können jetzt hier den Scheiß da in die Ecke schmeißen. So, gucken wir nochmal hier. Milch. Jawohl, wird die Milch auch gefüllt. Es ist voll. Okay, legen wir es daneben dran. Legen wir es daneben dran. So, danke schön. Mehlauge. Ich habe eins, ich weiß nicht welche Seite. Eins ist ein bisschen so matschig. So ähnlich wie beim Kaldall, hätte ich beinahe gesagt. Das ist halt so. Das ist ein Schönheitsmakel, mit dem ich leben muss. Der hat richtig Bock, ja, aber echt. Guck dir den mal an. Hätte ich nicht irgendeine Schnitte kriegen können? Mann! Ich guck mal. Wenn ich ein Feuer abkassieren lassen. Okay, wenn ich ein Feuer
Ich weiß, kostet 100, aber ist mir jetzt scheißegal. Und neu einstellen. Ich habe den gleichen. Okay, ich wollte jetzt einfach mal gucken, ob das klappt. Aber nein. Das hat mich jetzt ein 100er gekostet und es klappt nicht. Hätte ja sein können. Die Kiste ist leer. Den Weg zum Mülleimer kennt ihr wohl alle, ne? So. Okay. Auch diese Kiste ist leer. Gut, dann können wir ja eigentlich hier uns mit dem Computer mal beschäftigen. Vielleicht eine Runde spielen. Rechnung. Erstmal die Rechnung bezahlen. Ihr wisst, ich habe Angst, dass die Rechnungen uns den Kopf abreißen. Das ist immer scheiße, sowas. Schauen alle gleich aus. Okay, gut. Danke, Helmut. Abschnitt 3. Kaufen Sie den Abschnitt, um den Supermarkt zu erweitern. 4x4. Erstmal nicht nötig. Einstellen. Kassierer ist klar. Lager. Lager ist gesperrt. Kaufen. Anpassung ist zu. Lager kaufen für 800. Haben wir gemacht. Nee, oder? Verarschen die mich jetzt? Das ist das Lager, oder was? Okay. Das heißt, wenn ich was bestelle, was super billig ist. Zum Beispiel hier die Flocken. Sind die billig hier? Also wenn die rot sind, sind sie billig, oder? Wie ist das? Mal ernste Frage. Wenn die rot sind, ist es dann, ist der Preis runter? Oder ist es dann irgendwie, weil grün ist jetzt für mich eigentlich eher toll, aber 29,4 Einkaufspreis. Immer noch 29,4. Ich beobachte das einfach mal. So, er bezahlt da. Wir brauchen Produkte. Wir brauchen Nudeln. Ich kaufe jetzt erstmal On Demand Mehl. Zweimal. Eier, okay, haben wir Eier. Wenn du das Lager zweimal erweiterst, kommst du durch das Geschäft rein. Okay, alles klar, danke schön, Helmut. Zweimal Eier, Tee, gerne zwei Tee, Kaffee. Öl, Nudeln haben wir schon, gell? Öl und Nudeln. Nudeln haben wir. Öl haben wir noch nicht. Öl brauchen wir noch. Olio, da. Und dann noch Käse und was weiß ich, geschnittenes Brot. Ab geht's. Ich fange mir den Scheiß an. Das war Hobby, die Hobby. Ach du meine Güte, ist ja schon. So. Können wir auch Licht, können wir einen einstellen, der uns immer Licht anschaltet automatisch? Kann hier nicht geworfen werden. Jetzt. So. Brot. Tschüss. Ich habe die Kiste nicht zugemacht. Hier, guck mal da. Steht nichts drauf. Helmut. Gefährlich, ne? Dein Trick. Tja. Gut, dass ich immer noch mal selbst guck. Ja, gut, der Aufkleber ist irgendwie komisch gewesen. Hier auch. Tee. Pardon. Da geht es nur um den Verkaufspreis. Der Einkaufspreis ist noch immer gleich. Okay. Deswegen ist dann, wenn er runtergeht, rot, weil es schlecht ist für den Verkäufer. Ich verstehe. Also macht das Lager doch eigentlich gar keinen Sinn, oder? Wenn ich nicht auf Vorrat kaufen kann, wenn es billig ist, macht doch gar keinen Sinn, dann du weißt schon. So, Nudeln. Nudeln rein. Super. So, und jetzt müssen wir gleich mal gucken, dass wir hier was reinbringen, weil sonst der Käse ist zu teuer für dich. Ja, dann tut mir es leid. Aufmachen. Hinwerfen. Ich will sehen, was drin ist. Oh ja, der teure Kaffee. Der überteuerte Scheißkaffee. So.
Tee, nochmal Tee. Es geht hier am Stück durch. Brutal. So, Tee. Öl. So, Öl, 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 Öl. Noch mehr Öl. Okay. Jetzt aber. Ich den Karton weg. Wasser auffüllen. Können wir gleich bestellen, Wasser. 9 Uhr, scheiße, wir können kein Wasser mehr bestellen. Machen die Bestellung für morgen schon mal fertig. Zweimal Wasser. Jetzt die Frage, bei Produkten bzw. bei Möbeln, was können wir uns denn noch kaufen? Kleines Regal, Kassierschalter, nee, Scheinwerfer, nein, Kassierschalter, gespiegelt, okay. Kühlschrank, großer Kühlschrank, das macht Sinn. Wir gucken aber erstmal, was wir für Lizenzen jetzt kaufen können, ne? Es weitergeht, Verwaltung, Lizenzen. Müssen wir natürlich nach oben gehen, weil das da unten können wir gar nicht kaufen. Erdnussbutter, Mehl, Olivenöl, Spaghetti-Nudeln, Basmati-Reis, das wird ja geil. Und du kannst auch einen Räumer einstellen, okay. Und dann ist ja völlig scheiße, wenn du den Geheimnis machen musst. Ich habe mal was gekauft, eine Lizenz. Erdnussbutter. Da machen wir es auch so, wie stellen wir das Regal? Warum hat die Bonnie eigentlich alles bei sich rausgerissen, hat sie gesagt. Das ist doch Quatsch. Ich kann das doch so einräumen. Also. Ich muss doch den Schrank nicht leer machen. So. Okay. Jetzt kaufen wir noch einen Schrank. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Gucke ich gerade mal nach, was hier. Was hier los ist. Okay. Entschuldigung, aber ihr wisst, auf der Arbeit muss man auch mal sein Handy mal benutzen. Auch im Supermarkt muss man das mal machen. Käse. Scheiße, falsche Ecke eingeräumt. Raus da mit dem Käse. Auf den Boden damit. Auf den Boden mit dir. Milch. Milch. Da war noch was drin. Scheiße. Extra zugemacht und schon verkaufen gedrückt. Naja, gut, Milch verschenkt. So, wir brauchen Möbel. Noch ein Regal. Das wir gegenüberstellen. Am besten 2 Stück. So, und das ziehen wir auch hier raus. Jetzt wird es mal hier ein bisschen ordentlich. Hier kommen jetzt so die Frühstückssachen hin. So. Die Scheiße ist halt eben, wie soll ich mir das alles merken, was wir dann überall haben? Das ist ein bisschen eng hier, oder? Ja, also ist kein Licht da drin. Licht mal darüber bauen. Ja, besser. Besser. Setz es mal noch ein bisschen weiter rüber. So. Und hier auch. Perfekt. Ich denke, so ist es gut. Ein bisschen Platz. Das ist in Ordnung. Dann kaufen wir gleich mal 2 Schränke. Möbel, Einkauf. Regale, 2 haben wir schon. Wir können nicht kaufen. Wir können jetzt morgen einkaufen. Alles klar, Harry, du hast Feierabend. Wenn einer Harry heißt, tut mir leid. Das kleine Regal ist für das Lager. Okay, das Lager war ein bisschen sinnloser Kauf, finde ich, momentan. Da ich erfahren habe, dass wir gar nicht, du weißt schon. Die Kasse kann ruhig ein bisschen da hinten rutschen, wenn wir da eh nicht so oft rein müssen jetzt. So. Okay, Kasse ist da hinten. Hier ist, jawohl, das wird gut. Ja, 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 ja. So. Es sieht gleich wieder ganz anders aus, gell, wenn es so steht. Schokoflocken. Scheiße. Schokoflocken! Produkte. Schokoflocken, was haben wir noch? Schokoflocken. Wasser, haben wir schon bestellt. Eier, können wir nochmal einen Satz Eier bestellen vielleicht? Eier. Okay, und los geht's. Tut, tut. Wasser ist schon drin, gell, im Wagen. Wasser, Wasser, Wasser. Da. Ab geht's. Ja, danke auch. So, ein bisschen Abstand natürlich hier. Zwischen den Regalen. Ich will ja nachher selbst reingucken können und muss das dann ja irgendwie pflegen. Ich muss mir ja irgendwie, ich brauche irgendwie eine Liste oder sowas, wo man das schön abarbeiten kann. Aber ja, wenn es einen Handscanner gibt, würde ich mir den gerne holen, denn den gibt es ja auch in echt. Versteht ihr, was ich meine? Also einen Handscanner gibt es ja auch in echt, wo man so durchgeht und sagt, das ist leer, das ist leer.
Das fände ich jetzt gar nicht so falsch. So. Okay. Die neuen Sachen, die wir gekauft haben. Was ist denn das? Das ist zum Beispiel Erdnussbutter, anderes Mehl, Olivenöl, Spaghetti-Nudeln, Basmati-Reis, Salz. Kaufen. Können wir aufhören, meine Päckchen drüber zu fahren, vielleicht. So. Tokopick ist klar, wo die hingehören. Was ist das? Machen wir eine Feinkostecke? Das ist Olivenöl, vermute ich mal. Reis. Nudeln und Reis, das gehört für mich irgendwie zusammen. Geile Verpackung, oder? Sieht super toll aus. Preis anpassen. Silver 50. Jetzt kann der Preis ja schon schief sein, weil es ist ja egal für uns. Öl. Olivenöl. 5,68 € sind 7 Euro. Alles klar. So, was haben wir noch? Spaghetti. Ah. Machen wir die Spaghetti mal hier rein. Pack's nicht, passt nicht zu der Größe. Okay, machen wir zu, ob was drin ist. Nein, ist nicht. Gut. Noch ein paar Schokotiere. Wasser, natürlich. Wasser. Wasser ist ja ganz wichtig. Wissen wir ja. Wasser. Das Lager macht mir echt jetzt Gedanken, was ich mit dem Lager wohl anfangen kann. Außer was reinzulagern, natürlich. So, Mehl. Supreme-Mehl. Okay. So nenne ich das einfach das rote Mehl. Ist das Pizzamehl oder was? 0,0er oder was soll das da unten sein? Das rote Mehl und das andere Mehl. Nicht zu wechseln mit dem roten Meer. Die Eier mal in die Ecke geschmissen. Solange die auch über mein Zeug fahren können, kann ich doch die Eier da hinschmeißen. So, was haben wir noch hier? Wasser, Wasser, Wasser. Wie viel Wasser haben wir denn bestellt? Verdammt. Was ist das? Erdnussbutter. Das haben wir jetzt natürlich einen Konflikt. Da haben wir jetzt einen Konflikt. Die Erdnussbutter muss natürlich. In dieses Regal da drüben rein. Also das Brot kann für mich stehen bleiben, aber die Erdnussbutter muss hier mit dazu. Das heißt, das müssen wir rausholen. Kann ich das rausholen? Nein, passt nicht zu der Größe. Okay. Und Salz. Salz. Ja, können wir zum Dings bitte zustellen, finde ich. Das ist okay. Ja. Das ist okay. Salz. Abmarsch. So, Tür auf. Los geht's. Preise festlegen. Die Nudeln. Der Reis. Der Reis. 2,17. Also 3. Die Nudeln. 7,50. Das rote Mehl. Was ist das denn für Mehl? Auch Mehl, das blaue Mehl. 4,50. Okay. Jetzt war ich schon bei den Umgebäuden. Ja, weil man einfach da mit der Zeit so ein paar Sachen zusammenschieben möchte. Ich verstehe, ja. Alles klar. Ich dachte, die Body macht keine Fehler. So, Erdnussbutter gehört dann halt eben so lang hier rein. Und die kostet 6,50.
Okay, Preisen überall dran. Kann's ja losgehen. Will einer Wasser kaufen? Ich hätte die ganze Kiste Wasser. Hallo. Die ganze Kiste Wasser, wie sieht's aus? Die Damen? Ja, Wasser, Wasser? Nee. Okay. Hier können wir gestohlen bleiben beim Wasser, sehr wahrscheinlich. Ist noch was drin? Nein. Ich kann die Erdnussbutter darüber räumen. Hihi. So, okay, das passt. Dann würde ich sagen, könnte ich auch das Salz demnächst einpacken. Und dann auch darüber und das Mehl hier hin, ne? Mehl. Ja, pack dir die Taschen voll mit dem Mehl, Vaterchen. Kein Problem, da, jawohl. Ein bisschen Erdnussbutter. Arznei mit. Stopf, stopf, was du kannst. Chocopix, Flocken, aufgefüllt. So, Helmut sagte was mit, wenn es zweimal abgegradet wurde, das Lager, könnte man von innen durch. Verwaltung. Lager. Abschnitt. Kaufen Sie Abschnitt 3, kaufen Sie mal zu erweitern, erweitern. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Wie kann ich das Lager zweimal upgraden? Das verstehe ich nicht. Aber gut. Bringen wir Wasser mal runter. Denn das wird uns hier uns schlecht hier oben, ne? Klar. So, Wasser ist weg. Kaffee? Einer Kaffee? Möchte einer Kaffee? Kaffee, Kaffee, Kaffee? Nein? Jemand hier von euch Kaffee? Keiner möchte Kaffee. Gut. Schmeiß ich da rein. Kauft's doch von da. So, wie ein Eichhörnchen. Bei über 100 Produkten kann das schon eine Aufgabe sein. Ja, das verstehe ich. Für normale Menschen. Für mich nicht. Für mich ist das voll easy. Du weißt. So, okay. Das läuft jetzt hier so am Schnürchen. Aha. Aha. Wasser nachfüllen. Hat geklappt. Ja, und dann sollte man sich für die Handscanner-Mod mal umgucken, weil tatsächlich Nudeln und so weiter. Hier vergrößern, meinst du? Nudeln und so weiter. Jetzt muss ich natürlich den ganzen Kram bestellen. Dann muss ich mir das alles im Kopf merken. Das wird ja schon so ein richtiges Denkspiel auf einmal. Nudeln, rotes Mehl, blaues Mehl, das da. Die Nudeln zweimal bitte. Ja, das muss vergrößert werden. Da müssen wir tatsächlich auch die Regale doppelt belegen, würde ich sagen. Regale, Gefrierschrank, Kühlschrank, kleines Regal, das ist vorhin, hast du gesagt. Und da müssen wir zwei von denen kaufen. Kaufen. Oh. Alter, kannst du dich ein bisschen beeilen? Ich hoffe, er kann sich beeilen. Ich glaube nicht. Er sieht nicht so aus, könnte sich beeilen, der Kerl. Aber na gut. So, Spaghetti. Yeah. Oh, Spaghetti. In den Schrank rein. Die gehen die Nudeln aus. Das sind Nudeln. Ich hab Nudeln. Geh die Nudeln aus. Bitte. Hier. Es ist voll. Knall mir da rein. Kein Problem. Was haben wir hier? Basmati-Reis. Rein damit. Es ist voll. Ich werde wahnsinnig. Käse. Nee. Milch. Wir haben keine Milch mehr. Milch. Es ist keine Milch mehr da. Milch. Jetzt krieg ich Probleme. Zweimal Milch. Mehl. Spaghetti-Nudeln. Puderzucker. Geschnittenes Brot. Die Dinger. Öl. Bestellen. Abmarsch. Licht anschalten.
Da noch ein Schrank. Würde ich ja gerne hier hinstellen. Da steht so ein scheiß Dings im Weg. So, jetzt aber. Okay. Tack. Steht ja da wie eine 1, oder das Ding? Gut, dann machen wir da hinten mal jetzt so eine ganze Batterie an Ordnung hin. Wir machen jetzt mal Nudeln hier rein. Nudeln, Reis, Salz ist zu teuer. Kann ich aber nicht verstehen. Milch. Schön die Milch reingeknallt. Ohne aufs MHD zu achten. Abmahnung, sag ich euch. So. Rot. Nudeln. Okay. Schrank. Wasser. Eier. Eier, Eier haben wir. Zu teuer für dich. Okay, das tut mir leid. Nichts mehr drin. Zucker. Können wir aus dem Weg gehen? Ich weiß nicht, wo der Zucker hingehört. Hallo. Verdammt. Ich bin raus. Sie haben mich. Hey, Underdog. Sollte ich von meiner... Da ist ein Herz drüber, ich kann es leider nicht lesen. Ich schätze mal, Frau grüßen. Soll ich von meiner Frau grüßen? Ja, unbekannterweise, Grüße zurück. Ist ja eigentlich eher untypisch, dass die Frau Grüße ausrichtet, denn tatsächlich, sind ja manche Witze tatsächlich, aber es ist nur Spaß, ne? Ist ja klar. Manchmal so, naja. Und dabei bin ich gar nicht so. Ich mache nur Spaß. Ja, also wie gesagt, liebe Grüße zurück. Und ja. Oh, das sind Nudeln. Nudeln kommen darüber. Aber ist ein geiles Spiel, würde ich sagen. Muss ich sagen. Macht Spaß. Vielleicht jetzt nicht für jeden Abend. Aber was macht schon jeden Abend Spaß? So, Milch. Oh, das ist keine Tür, das ist der scheiß Eingangseckkram hier. Milch. Ich bin so ein unordentlicher Kerl. Na gut, solange wir nichts haben dafür, kann ich die Milch da reinknallen, oder? Stört ja nicht. Tut dir keinem weh. So, das noch da rein. Besser wie das Zeug, was auf dem Boden liegt. So. Oh, Bulletai, da ist ja jemand, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Schönen guten Abend. So, nochmal Brot. Ja, die Regale werden wieder voll. Man hätte es nicht geglaubt, gell? Dachte, ich hätte abgekackt. Aber nein. Gib mir aus dem Weg. So. Was macht ihr mit dem Mädchen hier in der Ecke? Das sieht irgendwie komisch aus. Hört mal auf damit. Blaues Mehl haben wir keins mehr. Da hole ich gleich mal einen ganzen Stack voll. Blaues Mehl. Mehl. Ach gut, wir können ja. Was soll das? Blaues Mehl. Kaffee, Tee. Kaffee und Tee. Tee und Kaffee. Richtig? Erdnussbutter holen wir auch mal, dass wir es umräumen können. Wie sieht es mit Olivenöl aus? Olivenöl ist leer. Lecco mio. Olivenöl zweimal bitte. Okay. Und einmal noch Öl. Können wir nicht kaufen, müssen wir bis morgen warten. Was macht ihr denn in der Ecke mit der Frau? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal den Schrank weg, vielleicht geht es euch schon besser. Es geht euch besser. Ist das ein Eichhörnchenlager da in der Ecke? Ja, hier wohnt ein Eichhörnchen. Tatsächlich. Was wollen die denn kaufen? Ich stelle es mir hier hin. Was stimmt mit denen nicht? Weiß man nicht. Egal wie. Wir beenden den Tag.
Aber wir stellen es wieder hinten hin. Natürlich schade, dass die jetzt da nichts gekauft haben. Die drei von der Tankstelle quasi hier. Bäm. Gut, dann Tag zu Ende. Ist es schon 22 Uhr. Wir machen noch einen Tag. Und dann ist für heute Schluss. 503. Okay. Die Bestellung abschicken. Ja, draußen purzelt der Scheiß durch die Gegend. Mehl. Haben gesagt, wir machen hier Mehl hier unten rein. Oder wir machen Mehl. Wir machen Mehl hier so eine Reihe Mehl, okay? Eine ganze Reihe Mehl. So. Öl. Hier. Voll. Schmeißen wir in die Ecke. Tut ja uns ja nichts. Basmati-Reis. Von mir aus. Okay, die Kiste kann weg. Öl. Olivenöl würde ja eigentlich gut hier reinpassen, wenn wir ehrlich sind. Passt perfekt da rein. Der Kakao. Kaffee kommt hier hin. So. Das schmeiß ich gerade mal dann in die Ecke. Und wir nehmen mal hier. Ah, scheiße. Der ist dahin. Wir nehmen mal den Tee hier raus. Und nehmen den Kaffee nach unten. Kaffee. Kaffee wegwerfen. Das ist ein bisschen so ein Bastelding hier. Tee. Hier rein. Ich möchte es immer so quer sortiert haben, ne? Wie die oben drüber auch sind. Das Brot von links nach rechts. Die können sich entscheiden. Die konnten sich nicht entscheiden. Null entscheiden konnten die sich. Aber wie es halt so ist, da wird die Entscheidung einfach abgenommen. So, und da noch mehr da rein. Ich hatte die Produkte geändert, während sie auf dem Weg dahin waren. Ja gut, hallo, das sind ja keine Computer, das sind ja echte Menschen, die werden es ja wohl hinkriegen. So, Olivenöl hier dazu, das ist zum Kochen ganz gut, backen und so, das ist in Ordnung. Reis, das Salz würde ich ganz gerne noch da weg tun. Da muss man gucken, die Nudeln dürfen auch nicht da drin stehen, das ist auch falsch. Aber gut, so, also hier erstmal oben drauf, das geht nicht. Also was nebendran. Unten drunter mache ich den Zucker. Haben wir keinen bestellt, gell? Zucker. Puderzucker natürlich. Gucken wir, was noch fehlt. Blaues Mehl. Dass man zwei verschiedene Mehle hat, ist ja auch krass. Oh, Bonnie habe ich nicht gesehen. Gute Nacht. Schlaf gut. Bis morgen. Aber du hast ja noch Zeit. Ne? Du musst ja erst übermorgen so früh raus. Hihi, am Dienstag. So, aber ja. Ich muss dann auch gleich Schluss machen. Tatsächlich, ich habe ja gesagt, 22 Uhr mal Schluss. Aber wie es immer so ist. Der Tag läuft jetzt noch. Und dann aber. Dann und dann und dann. So, Kaffee. Wir öffnen mal die Kiste hier. Das ist noch Tee. Packen wir oben drauf. Alles klar. So, das ist mein Eichhörnchenlager. Tatsächlich, lieber Helmut, du hast mich enttarnt. Mehl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Zucker 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18 Produkte. 3, 6, 9, 12, 15, 18 Produkte. Das ist korrekt. Dann würde ich sagen, machen wir hier das Puderzuckerprotokoll. Kaufen wir uns Puderzucker. Stecken uns den, blasen uns den irgendwo hin. Am besten in den Schrank. Werfen uns davon mal ein paar Kisten ins Lager. Immer auf Vorrat, ne? Ist schön, wenn wir da so ein bisschen Vorrat schaffen können. Finde ich geil. Oxygen not included. Wäre auch was für mich, sagst du. Oxygen not included habe ich immer wieder angefangen. Habe Probleme mit dem Kabelverlegung und so. Irgendwas ist da mit der Maus nicht in Ordnung. Zumindest für meine Finger. Ich habe das Gefühl, dass ich muss links drücken, dabei muss ich rechts drücken. Und da gibt es immer einen riesen Unfall. Und dann mache ich die Kabel wieder ab und dann ist wieder irgendwie keine Luft da und so. Und
Ja, aber muss man mal gucken. Es ist eben die Scheiße. Hier ist es ziemlich schön stupide, ne? Also klar, ich muss hier denken, aber ich kann hier viel erzählen, kann hier viel machen und tun, was ich will. Und es ist so ein entspanntes Gameplay. Klar, es gibt jetzt zwischen. Bonnie! Meine Lippen gehen nach oben, ich freue mich. Nein, ich freue mich natürlich auch sonst immer. Morgen ist ja Dienstag. Ach so, für Dienstag musst du um 4 Uhr aufstehen, ich verstehe. Ich dachte, du musst jetzt Dienstagabend dann. Okay. Bonnie hat sich nochmal lauthals verabschiedet. Und hat 5 Mitgliedschaften herausgeschleudert, so aus dem Ärmel. Piululululu hat sie gemacht. Und Dankeschön dafür. Vielen Dank. Und hat eingeladen, beziehungsweise eine Mitgliedschaft verschenkt an Flower Power FP. X Creeper X und an der K und an Arvet W und an Teschmik. So, alles klar. Diese 5 Menschen haben eine Mitgliedschaft und ich werde natürlich jetzt mit dem Helmut seiner Mitgliedschaft, die er mir da oben noch reingeballert hat, natürlich den Absprach wieder bearbeiten und freue mich darüber natürlich sehr. Ganz klar, wisst ihr ja. Ja, und deswegen schlaf gut, heute besonders gut. Du hast eine ganz tolle, gute Tat getan. Da kann man ganz toll gut schlafen. Und wir hören uns, denke ich, morgen. Ja, in diesem Sinne, gute Nacht, Bonnie. Ja, und wir gehen hier ins Bett, wenn diese Show zu Ende ist. Also ich zumindest. Wenn hier die Kassengeschichte zu Ende ist. Und wir füllen derzeit ein bisschen nach noch. Vielleicht. Erweitern wir auch noch, das weiß ich jetzt noch nicht. Muss mal gucken. Werf das Päckchen weg, Junge, komm. Junge. Junge, werf das weg. Nudeln. Nudeln. Ja, Nudeln. Ist mal leer. Hier ist der Müll. Das sieht aus wie schon ein richtiger Supermarkt, ne? Ich hätte ganz gerne irgendwelche Längsgänge gehabt, dass ich ja besser reingucken kann, aber es ist nicht. Es ist einfach nicht. So, die dahin. Es ist voll. Ja, danke schön. Und jetzt gucken wir noch mal. Brot. Auch nicht mehr viel. Käse. Geht irgendwie nicht mehr so gut. Warum geht der nicht mehr so gut? Was ist da los? 3,40. Machen wir 4,50, ja? Ich könnte es einfach nicht mehr leisten, den Käse. So. Blaues Mehl. Es ist voll, das weiß ich, sehe ich auch selbst. Blaues Mehl. Aber es ist wie in so einem Billigramschladen. Wir schmeißen einfach den Kram vor. So. Rein noch hier stopfen die Regale vollgestopft bis zum Anschlag. Und schon in die Gänge geworfen, den Scheiß. Können wir ja auch machen. Sieht zwar. Ja, Obi-Wan, gute Nacht. Schlaf gut. Sieht zwar auch jetzt irgendwie chaotisch aus, muss ich sagen. Das können wir noch in den Keller werfen. Aber, ja. Vielleicht hilft uns das ein bisschen bei der Ordnung. Das hier ist neben dem Kühlschrank, das ist okay. Öl, füllen wir mal auf. Die komischen Nudeln sind weg. Das bedeutet, ich kaufe mal Salz. Salz. Salz, eine Packung Salz, bitte. Zwei Packungen Salz. Zwei Packungen Nudeln, ein Lichtschalter. Nudeln kommen da oben rein, beziehungsweise Nudeln kommen hier rein dann zukünftig. Rotes Mehl. Okay. Öl, das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Hier ist gut. Alles klar. Gut, schicken die Bestellung ab. Kaufen. Da ist es schon. Schöne Packung. Schöne Lieferung. So, ich dachte mir, dass wir es so machen, dass wir hier das Salz mit reinhauen.
und wieder oben drüber die anderen Nudeln stellen. Also Salz hier hin. So. Das hier abbauen. Wir kaufen wenig Salz, merke ich gerade. Warum nur? So. Kiste weg. Dann brauchen wir die roten Nudeln. Da sind sie schon. Oben drüber geballert. Das rote Mehl rein. Alter, da können wir ja ganz schön unterwegs sein jetzt hier. Rote Mehl rein. Was ist das? Noch mehr rotes Mehl. Ich werde verrückt. Noch mehr rotes Mehl. Mal gucken. Ist noch was drin. Der Aufkleber verrät, es ist noch was drin. Ist der kleine da, das bisschen zu sehen. Jetzt sieht man es. Alles klar. Ablegen. Was haben wir hier noch? Nudeln, die können wir noch reinhauen. So. Weg damit. Und da ist nochmal Salz. Das wollte da hinten hin, haben wir gesagt. So. Und in die Ecke damit. Gut. So weit, so gut. Keine Milch mehr. Wir brauchen noch Milch. Zweimal Milch bitte. Ist geschlossen. Okay, wir können nicht mehr Milch kaufen. Aber ich denke, die Sache ist klar, wie es funktioniert. So läuft es. Es wird natürlich immer verhaarischer, verhaarter, behaarter, egal. Hat das mit Haaren zu tun. Ich habe keinen Reis mehr. Ich habe keinen Reis mehr. Ich habe jetzt Reis. Morgen habe ich wieder Reis. Ja. Dann würde ich sagen, Öl, Erdnussbutter, Zucker, Salz, vielleicht da oben drauf gesollt, ne? Eigentlich. Die falsche Ecke da hinten. Aber gut, Mehl und Salz auch noch, und Milch nebendran. Das ist schon okay. So, ausladen. Und dann geht's in die Falle. Es war ein sehr schöner, entspannter Abend mit euch. Hat mir sehr gut gefallen. Wenn du das Lager hast, kannst du es einräumen, abstellen. Hab's gerade bei Bonnie gesehen. Okay, ich bin gespannt. Aber dann ist dann die Frage, was hat man dann für eine Aufgabe? Ne? Wenn das dann weg ist, dann was kommt dann? Also, was muss ich ja machen? Ne? Ein Job. Das Kassier mir bis jetzt am meisten gefallen, muss ich sagen. Salz. Hier wieder reinstopfen. Das gefällt mir hier irgendwie besser. So. Und darüber. Die Räume aber bis jetzt nur von Lagerregalen ins Geschäft. Ja. Okay. So, werfe ich hier ab. Genau, also bis dann. Ich wünsche euch was. Wir, ist das leer, das Ding? Ja, einfach weg. Du musst auch noch viel kassieren. Das ist gut, weil das Kassieren macht mir echt am meisten Spaß, wenn ich ehrlich bin. Und das Auffüllen eigentlich ist nicht so. Also das Auffüllen könnten die machen. Ich kassiere. Bin ich ja der Beste drin, wisst ihr ja. Und nächste. Level 11 und 996 Knüppel in der Tasche. 1057 Mal. Okay. Ich will gar nicht wissen, warum. Gut, in diesem Sinne, bis dann. Macht's gut. Danke und ciao, ciao.